You are now about to witness the strength of fight knowledge. Okay. YouTube, okay, cool. Aber YouTube haben wir erst jetzt angefangen, deshalb mit dem Setup, das ist noch nicht so ganz, wir brauchen auch noch Mikrofone, Kameras und so, wir sind gerade schon kommt, das kommt ja alles mit der Zeit, also man fängt ja immer klein an. Ja, wie gesagt, der hat jetzt, wie viele haben wir Folgen, 100? Wir sind jetzt, das ist jetzt die 137. Wow. 137 wow. Folgen, 100, irgendwie 100. Und 140 sollen es werden. Nee, wir haben über 100. Über 100.000 Downloads ja. oder so. Okay, das cool. passt schon. Das ist eine Menge. Also jetzt kannst du gleich ein bisschen dann, wir machen eine, so eine Rubrik gleich, Empfehlung. Mhm. Da kannst du natürlich Oldschool Boxing Pianetta empfehlen, ne? Wie machst du mal ein bisschen Werbung. Das ist ziemlich cool. Ich wollte auf jeden Fall, der Dieter Meier, den kennst du ja auch, ne? Ja, pass mal Dieter, auf. Dieter, die Boxen in Bottrop. Pass auf, lass uns nicht lang quatschen, lass uns direkt anfangen. Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Ruf der Jene, der Kampfsport-Podcast. Und heute haben wir prominenten Gast, denn wir haben Francesco Pianeta, der gebürtig hier aus Gelsenkirchen kommt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte letzte Woche, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, Daniel Weichel, der ist nach 21 Jahren, hat seine MMA-Handschuhe an den Nagel gehangen, ist in Rente gegangen. Tatsächlich einer der besten deutschen MMA-Kämpfer und einer der unbekanntesten. Ja. Ich finde, also in der Szene nicht, aber Leute kennen da tatsächlich mehr andere Leute, die ein bisschen mehr auf Social Media klappern. Und das ist quasi das gleiche Kaliber. Francesco Pianeta ist für Gelsenkirchener und für ich sag jetzt mal, für Deutschland schon eine hohe Hausnummer. Und ich bin dann immer, bin ich ganz ehrlich, jetzt deswegen bin ich gerade auf Daniel Weichel gekommen, ich bin dann immer sehr, sehr traurig, wenn ich sehe, dass die Medien das wenig aufgreifen. Weißt du? Wenn irgendwie ein berühmter Fußballspieler in Rente geht, dann wird da ein Bahai rausgemacht. Aber wenn irgendwie ein professioneller Boxer oder ein MMA-Kämpfer im Ruhestand geht, finde ich immer schon schade, dass da so wenig kommt. Aber genug über Daniel Weiß. Ist halt immer noch. Dazu kann man aber gerade nochmal gleich nochmal das Thema mal auf. Ja. Wie nennt man das? Aufgreifen. Also als allererstes nochmal danke für die Einladung. Gerne. Und bin froh, hier sein zu dürfen. Und in unsere Hut. Und ja, nee, also freue mich, hier sein zu dürfen und hoffe, wir werden ein cooles Gespräch haben. Ja, klar. Du hast einen Kollegen mitgebracht, der André. Grüß dich erstmal. Ja, hallo, ich begleite heute den Francesco. Ist ein bisschen außerhalb vom Bild, aber Francesco sagte gerade, einer seiner Karteileichen, ne? Sein erster Schüler bei Oldschool Boxing. Also ich erkenne den André jetzt schon seit ein paar Jahren und war vorher ein Kunde, kann man sagen, ja, ein Kunde. Und haben uns hinterher angefreundet und mittlerweile sind wir dicke Buddies geworden und ja, und so ist halt. Und er ist mein erster Schüler, also auch in mein Studio. Macht er sich denn? Machst du? Als Karteileiche macht er sich sehr gut. Seit 2 Jahren jeden Monat und hat mich einmal trainiert. Ja. Jetzt muss man zu seiner Entschuldigung sagen, der wohnt in Schermbeck und muss dann immer ein bisschen nach Lippstadt fahren. Dann ist für ein Training ist das schon eine harte Nummer. Ja, aber ich muss dazu sagen, wir haben uns auch zur Corona-Zeit sehr gut angefreundet und haben auch immer privat, das kann man jetzt ja ruhig sagen, ne? Haben wir privat draußen mal trainiert zusammen und jetzt kann man es ruhig sagen. Ja, ich meine halt war, wegen Corona. Komm, hör bloß auf. Ja. Wir haben alle draußen trainiert. Ja. Also das ist. Ich lese mal gerade vor. Ja, ne? 84 geboren, ne? Passt. Ne? Ist in Italien übrigens geboren. Ne? Ja. Und Schwergewicht, Rechtsausleger, ne? 1,96 groß. 1,93. Das haben die nie geändert. Ey, das ist gut. Ey. Ich sage immer, ich bin größer, das kommt besser. Ja, das war aber nicht von mir. Du bist einer der wenigen, die da nicht ihre eigene. Wir hatten tatsächlich die Leute, die haben ihre eigene Wikipedia-Seite gemacht. Ey. Echt jetzt? Ja, klar. 41 Kämpfe, 35 Siege, finde ich eine beeindruckende Bilanz. 21 K.O.s. Ich möchte von dir keinen aufs Maul bekommen, bin ich sicher. Wir hatten uns letztens noch darüber unterhalten, wie es wohl wäre, wenn Mike Tyson einem auf die Fresse haut, jetzt. Da kannst du vielleicht mal ganz kurz sagen, wenn Mike Tyson vor uns stehen würde, in seiner, oh nee, komm, wir hauen noch einen drauf, in seiner Prime,
Nicht in seiner Prime. Doch, wir sagen jetzt. Jetzt Mike Tyson. Nein, Mike Tyson, so wie er jetzt drauf ist, hat reicht. Okay, Mike Tyson, so wie er jetzt drauf ist. Hat ja immer noch einen guten Wumms. Ohne Handschuhe. Der steht direkt vor mir und gibt mir direkt einen Haken. Was wird mit mir passieren? Du wirst runtergehen. Nein, das ist mir schon klar. Aber der tot oder? Nein, tot nicht. Meinst du nicht? Nee, das nicht. Aber du würdest wahrscheinlich schon den Kiefer brechen oder irgendwas kaputt machen. Er sagt, ich wäre schwerst behindert. Es könnte, also wenn er richtig trifft, also es kommt natürlich darauf an, wo du triffst, wo du schlägst, ist ja klar. Ja. Wenn ich jetzt Richtung Schläfe schlage, dann ist natürlich wieder die Sache ein bisschen ernster. Treffe ich den Kinn, wahrscheinlich kann ich der Kiefer brechen. Auf jeden Fall Kiefer. Und du musst ja nicht nur hart schlagen können, du musst nur den Punkt erwischen. Da ist auch das, was falsch sehen oder also ja, wie das. Genau. Du musst den Punkt erwischen. Hast du völlig recht. Ich hab oft, wenn ich zu meiner aktiven Zeit gespart habe gegen andere, habe ich, wenn ich gegen Leute gespart habe und K.O. geschlagen habe, das war nicht durch die Härte. Ich werde nie vergessen, ein K.O., das war, ich sage jetzt nicht den Namen, er ist auch ein bekannter Boxer aus Deutschland, ehemaliger. Wenn ehemaliger ist, kannst du den Namen aussehen. Nein. Das macht man unter Trainingskollegen nicht oder ehemalige Trainingskollegen. Aber da war eine Szene, ich lock ihn zu mir im Rückwärtsgang und schlag wirklich nur aus der Hüfte. Linke Haken? Linke gerade. Linke zur gerade. Kinnspitze. Ja. Er geht hoch, fällt runter, bricht sich dabei den Fuß. Nein. Weil er unglücklich gefallen ist. Ja, ja. Aber ich habe ihn nie, was ich damit sagen wollte, ist, ich habe ihn nicht hart getroffen. Es war einfach nur punktuell getroffen. Das genau ist, die Kinnspitze. Ey, das ist nämlich das, ist nämlich das, was auch einen sehr guten Boxer von einem beschissenen Boxer. Du hast mal die Brawler, die einfach wie ein Metzger einfach nur drauf waren. Und dann hast du eben die Jungs, die wie Chirurgen boxen. Und das war immer so ein Henry Maske-Ding. Der wie ein Chirurg geboxt. Der immer bup, die Punkte getroffen. Richtig. Das war, ne, also. Das ist aber, was Fritz Wein immer gesagt hat, ne? Der K.O. sagt, der kommt auf so einem Stück. Sagt er, der kommt nicht von hier hinten, sagt er, der kommt auf so einem Stück. Richtig. Das ist ein ganz kurzes, wie heißt das? Boah, mir fallen die Worte nicht an. Ich merke, ich bin ein bisschen raus. Die Nachwirkung vom Boxen, ne? Nee, das ist so. Wir haben früher, als ich noch aktiv geboxt habe, besonders zur Sauerlandzeit, wo ich bei Sauerland war, da haben wir Interviewschulung gehabt. Ja, da kam einmal die Woche kam jemand und hat mit uns einmal die Woche mit uns geübt, die ganzen Abläufe. Und das haben wir monatelang gemacht. Mhm. Hinterher hast du es so einfach drin gehabt. Ja, ja. Hinterher, wo ich dann aktiver war, also jetzt mehr in die Öffentlichkeit kam, da hat sich alles so eingespielt, hast du auch nicht mehr gebraucht. Ja. Jetzt merke ich selber, jetzt bin ich komplett raus aus der ganzen Geschichte, bin auch froh, nicht mehr in der Öffentlichkeit zu sein. Ich bin lieber im Hintergrund und mache jetzt meine Arbeit. Aber ich merke schon, dass gewisse Sachen, fällt es mir schwer, die richtigen Worte schnell zu finden, aber es hat nichts mit dem Boxen an sich zu tun. Wie gesagt, ich hab Francesco vorhin schon gesagt im Vorgespräch, für einen Schwergewichtsboxer, der so viele Kämpfe hat, man sieht es ihm im Gesicht überhaupt gar nicht an. Also, das ist schon richtig krass. Ja, ich glaube, ich hatte eine gute Doppeldeckung. Ja. Man muss sagen, deine beiden wichtigsten Kämpfe, korrigiere mich, wenn ich jetzt falsch liege, und für die Leute, die es nicht wissen, war gegen Wladimir Klitschko und Tyson Fury. War nicht deine wichtigsten? Wladimir Klitschko und Chagaev. Okay. Tyson Fury war nicht so? War auch ein wichtiger Kampf für mich. So ein schöner Abschluss gewesen. Aber die zwei Kämpfe waren für mich die wichtigsten. Die wichtigsten und die das war der schmale Grat zwischen Erfolg und Misserfolg. Mhm. Leute, kann ich sagen, bin ich einerseits froh, besonders der Kampf gegen Chagaev, dass es so gekommen ist, wie es ist. Hätte ich den Kampf vielleicht gewonnen, natürlich, dass es so unglücklich passiert ist, direkt in der ersten Runde, das war das Schlimme an der ganzen Geschichte. Ja, aber ist Schwergewicht Boxen. Ja, wissen wir beide, jeder Schlag kann der letzte sein. Und wir hatten ja gerade schon im Vorfeld gehabt, das Gespräch Psyche. Mhm. Die Psyche ist das Wichtigste überhaupt. Du kannst der stärkste Mann auf Erden sein, du kannst ein Auto heben können, was auch immer. Du kannst mit einem Schlag die Wand kaputt machen. Wenn du psychisch nicht stark bist, dann hilft dir das alles gar nicht. Ja. Und deswegen, du musst eine perfekte Vorbereitung haben. Wenn du diese perfekte Vorbereitung nicht hast, das sind Kleinigkeiten, die schon viel ausmachen, dann macht die Tür schon nicht mehr mit. Und da brauchst du ein perfektes Team um dich herum. Kann ich absolut nachvollziehen. Da merke ich auch, wenn wir Leute vorbereiten und ich zum Beispiel, ich habe Wechselschicht, wenn ich meine Jungs dann in den Ring schicke oder in Cage und ich bin nicht dabei, das macht tatsächlich manchmal das Zünglein an der Waage auf jeden Fall. Wie hast du dich denn psychisch so hingekriegt? Ich lese nämlich gerade, ich hatte in den letzten Folgen schon mal gesagt, ich lese jetzt gerade das Buch Mike Tyson über Castamato. Mhm. Und Castamato hat ihm ja, als er ihn mit 14, 15 zu sich genommen hat, saß der abends bei ihm am Bett und hat ihm wirklich
pausenlos, während er geschlafen hat, im Unterbewusstsein immer eingeredet, du bist der Beste, du bist der Stärkste, du bist jeden Tag besser. Und Mike Tyson schreibt in dem Buch, ich bin noch nicht ganz durch, ist ein fettes Teil, schreibt in dem Buch, dass wenn er zum Ring gegangen ist, hat er Schiss gehabt. Er hat richtig Panik, er hat richtig Angst gehabt. Aber Cass hat ihm so eingeredet, das, was du fühlst, fühlt dein Gegner auch. Aber und in dem Moment, wo er im Ring war, war für ihn alles vorbei und er war quasi Gott. Ja. Er war quasi ein Kriegsgott und er hat gesagt, jetzt mache ich ihn fertig. Wie hast du deine Psyche so in den Griff gekriegt? Du brauchst ein perfektes Team um dich herum. Natürlich wirst du aufgebaut mit der Zeit und wenn du durch deine Kämpfe gewinnst, dann wirst du automatisch mental stärker. Ich kann mich erinnern zu der Zeit, als ich gegen Klitschko geboxt habe, die Vorbereitung, ich muss sagen, die war wirklich hart gewesen. Hart, aber das war für mich die geilste Zeit gewesen. Ich erinnere mich total gerne an die Geschichte, an die Zeit zurück. Wir hatten damals einen Tag, davon habe ich sogar ein großes Bild zu Hause auf dem Wohnzimmer hängen. Da haben wir an den Tag mit so einem Gerät, das nennt man Bertie Max oder so heißt das, dann hast du so, wie heißt das, so Bänder um die, also das ist so ein Gerät, das liegt auf dem Boden, packst du Gewicht nur drauf, damit das nicht wegfällt und dann kriegst du Bänder um die Hände, um die Hüfte, um die Beine. Ach so, das heißt, so ein Gegen, hast du immer so einen starken Gegen und je weiter du nach vorne gehst, umso mehr Gegendruck hast du. Okay. Und da haben wir an den Tag 12 Runden gemacht, 12 mal 3 Minuten und aber in hoher Frequenz, das war, ich werde das nie vergessen, das war so hart. Danach lag ich erstmal da, habe mich hingesetzt. Ich war platt, ich war richtig platt. Aber da warst du konditionsmäßig so voll in deiner Prime, so, ne? Ja, aber es war nicht die Kondition, es war die Psyche. Die Psyche, durch die Psyche kannst du so viel rausholen. Du kannst der stärkste Mensch sein, du kannst der schnellste Läufer sein. Wenn die Psyche nicht mitmacht, kannst du vergessen. Hast du verloren, ja. Richtig, stimmt, und deswegen Psyche ist A und O. Und das wird in der Zeit aufgebaut. Und ich werde das nie vergessen. Wir haben meine damalige Matchmakerin Nadine Rasche. Eine richtig liebe Frau und auch noch hat richtig Ahnung vom Boxen. Die war die rechte Hand damals von Ulf Steinfurt, von meinem damaligen Promoter. Die hat uns damals, ich habe meine Kabine gehabt, also wir haben gemeinsam gemacht, aber meine Ecke mit meinem Spind und da hat die ein Bild hingestellt mit Klitschko, also er geht genauso auf Toilette, er isst genauso wie wir, also ein ganz normaler Mensch. Ja, ja, ja. Das waren so Kleinigkeiten, aber die haben sich im Unterbewusstsein so eingespeichert, da hat mich das natürlich nochmal stärker gemacht. Und da lief die Vorbereitung perfekt und das war alles geil. Dass ich den Kampf verloren habe, ist nun mal so. Da natürlich habe ich dort auch nochmal sehr viel an Erfahrung gesammelt. Und das war übrigens das erste Mal in meiner ganzen Karriere, ob jetzt Kampf oder Wettkampfphase, erstmal, dass ich überhaupt zu Boden gegangen bin. Mhm. Und ich dachte zu dem Zeitpunkt, bevor das kam, Erfahrung habe ich genug. Ist durch die Deckung damals gegangen, ne? War das nicht gerade? Ich hat mir den Kampf gar nicht mehr angeschaut. Ich weiß es gar nicht. Ich habe seit deinem. Ich meine, der war ganz unglücklich, ist er irgendwie durch die Deckung gegangen. Aber Klitschko hatte auch da noch, glaube ich, noch. Ich meine, irgendwann mal gelesen zu haben, dass er auch sogar richtig geschwärmt hat von dir, ne? Nach dem Kampf. Davon kann ich mir nichts hoffen. Ja, also es war schön, es war schön. Man gut, kann aber das hörst du von ihm nicht öfters. Ne? Nee, das kann aber sein. Aber du kannst als, das Gute ist ja, du kannst als Gewinner, kannst du super generös sein und sagen, boah, war toll, war ein harter Gegner, bla bla bla. Wenn du verloren hast, dann zu sagen, ne, dann ehrlich zu sein, das ist immer noch eine andere Geschichte, weißt du? Und da muss man ja auch mal hoch anrechnen, wenn man sagte, gut, ich war einfach scheiße heute. Das passiert mal, weil auf so einem Level, die Boxer, der andere ist mit Sicherheit nicht schlechter, sondern auf so einem Level kommt er tatsächlich auf Tagesform an. Wie bin ich drauf den Tag? Bin ich heute schon aufgestanden und sag, Butter, scheiße, heute kann kommen, wer will. Heute mache ich alles weg. Oder du stehst auf und hast schon, sagst so, scheiße. Also die Tagesform macht auch sehr, sehr viel aus. Im oberen Bereich ist das. Richtig. Und bei mir werde ich nie vergessen, ich hatte so komplett meinen Fokus gehabt bei den Kampfnicken. Und das lief alles gut bis zum vor den ersten Niederschlag war es dann ausdrücklich eine Sache. Da werde ich nie vergessen. Ich bin ausgerutscht, bevor ich das erste Mal runtergegangen bin, bin ich einmal ausgerutscht. Ja, kann und dann habe ich gemerkt, oh, der Fokus ist irgendwie nicht mehr so. So eine Kleinigkeit kann dann schon rausbringen. Richtig, ja? Und das war das erste. Woran lacht das, dass der Fokus nicht mehr so da war? Ich weiß es nicht. Also ich bin runtergegangen, also ich bin nur ausgerutscht. Ja. Du bist ja voll. Aus der Konzentration raus. Du bist ja außer, ich kann nicht sagen, was das genau war. Ich habe nur gemerkt, der Fokus war nicht mehr so, wie es vorher war. Mhm. Und
Dann habe ich weitergemacht und kurz danach war ich schon unten. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich runtergegangen bin. Und je mehr du, glaube ich, drüber nachdenkst, desto mehr lenkt dich das ab. Richtig. Und das ist das Schlimmste, was du auch machen kannst. Du darfst, wenn du kämpfst, nicht nachdenken. Mhm. Einfach intuitiv arbeiten. Deinen Instinkt arbeiten lassen. Also, sobald du nachdenkst, was passiert. Bist du auch zu langsam und du frierst ein. Richtig. Und du bist extrem eingehemmt. So. Du bist vom Kopf gehemmt. Mhm. Und da kommt erst recht alles nicht so gut. Aus der Lockerheit boxen. Natürlich musst du eine gewisse Spannung haben. Brauchst du, klar, wenn du am Mann bist, brauchst du eine Spannung. Aber ich meine damit vom Kopf Lockerheit. Und Jetzt mal im Vorfeld, ne, als sie dir das Angebot gemacht haben, gegen Klitschko zu boxen oder so, ne? Was war so deine erste Intention? Was hast du so gedacht? Das wollte ich eigentlich jetzt auch fragen. Was hast du so gedacht? Das werde ich nie vergessen. Das war, das glaube ich, entweder der 7. Januar, das war Anfang Januar. Da haben wir, wir nehmen den 7. Januar. Sagen wir, es ist der 7. Januar. Also war auf alle Fälle Anfang des Jahres. Da war ich gerade, war ich in München im Trainingslager bei meinem Trainer Alfred Segerer. Und dann rief mich morgens der Ulf Steinfurt an und sagt zu mir, hi Francesco, also ich sage jetzt ungefähr mit den Worten. Ja, ist schon klar. Aber ich kann mich noch genau erinnern, also diesen Satz kann ich mir gar noch erinnern. Er sagt zu mir, ich habe dir mal versprochen, dass ich dir was Großes besorgen werde. Schon weiche Knie kriegen. Und er hatte mir schon vorher bei der Weihnachtsfeier schon gesagt, dass er halt an was Großes dran ist. Ja. Und dann sagt er mir, ja, es ist soweit, du boxst gegen Klitschko. Ich das gehört habe, aber sagt zu mir, das darf nicht rauskommen, das muss erstmal unter uns, solange der Vertrag nicht unter Dach und Fach ist. Muss erstmal stillschweigend. Ja. Kein Problem. Hab's meinem Trainer Alfred erzählt, der hat sich total gefreut, die haben direkt losgelegt mit der Vorbereitung. Erstmal Facebook-Post gemacht. Wir waren ja schon in der Vorbereitung gewesen, aber dann haben wir es natürlich, weil wir wussten, okay, der Kampf wird wahrscheinlich April, Mai stattfinden, haben wir natürlich den Fokus, hat er natürlich den Plan umgestellt und so weiter. Und da kam immer mehr in Gespräch, also von den außerhalb, dass er wahrscheinlich gegen mich boxen wird. Und ich habe dann immer als Ausrede gehabt, nee, ich sollte, Ulf sagte mir damals, sag, du boxst um die, war das WBA oder WBO? Ich weiß nicht, ich glaube WBA Interconti. Ja, bei den ganzen Verbänden, da kommst du auch schon mal durcheinander. Ja. WBA Interconti war es, genau. Mhm. Gegen einen Brasilianer. Sollte ich einfach erzählen und die Leute haben mich gesagt, ja, du boxst gegen Klitschko, ist das wahr? Also, nee, ich boxe um die WBA Interconti gegen den und den. Ich habe jetzt den Namen vergessen von dem Typen. Ja, ja. Und dann, wo es unter Dach und Fach war, wo wir das dann offiziell gemacht haben, ich habe mich so gefreut. Das war einfach ich sage euch ganz ehrlich, Jungs, hätten die mir damals gesagt, ich boxe umsonst. Also ich hätte, für keine Gage, ich hätte es auch ohne Gage gemacht. Ich hab mal gegen Vaku-Kickboxen habe ich früher gemacht, ne? Vaku ist übrigens der Verband, wo ich sage, ist der größte mit Abstand. Vaku. War damals jetzt so nicht mehr? In den 80ern. Ich war, mittlerweile, ich bin 58, also ich trainiere jetzt MMA-Kämpfer. Ne? Du bist 58? Ja. Sieht aus wie Mitte 60. Ne? Im März bist du 58? Ja, klar. Stehst wahrscheinlich im Kühlschrank. Ne? Ja, ich hab von Michael Jackson erzählt gekauft. Nee, Vaku Kickboxen und dann hab da gegen Ferdinand Mack einen Showkampf gemacht, hier im Schürenkampf. Ne? Name sagt mir jetzt leider. Ferdinand Mack, 14-facher Weltmeister. Ne? Okay, also aus Mannheim, ja, ja. Okay. Richtig guter Mann. Schöne Grüße an Ferdi. Sieht auch nicht so aus, ne? Nee, der ist, war auch ein guter Amateurboxer. Echt? Und wir haben, und alle, keiner wollte gegen ihn kämpfen. Ich habe ja im PSV in PSV Buhr, im PSV Gelsenkirchen gekämpft. Okay. Ne? Und keiner wollte gegen ihn kämpfen. Und später haben die mir gesagt, dass ich das angenommen habe. Und haben gesagt, dann bereite dich mal gut vor. Der sagte, der Ferdi macht keine Showkämpfe. Das war meine Motivation. Der hat mir so einen reingehauen, ne? So richtig auf die Dove, linke Hand hoch und haut mir die rechte rein, ne? Boah, der hat so eingeschlagen, da wäre ich fast schon auf die Knie gegangen. Und dann sagte er in meine Ecke, der will dich verarschen. Und dann haben wir richtig Gas gegeben und dann war es auch ein guter Kampf dann. Also es war kein Showkampf. Aber ich habe auch dafür was gekriegt, aber ich hätte ihn auch umsonst gemacht. Weil gegen so eine Legende in den Ring zu gehen, ey, das ist einfach. Bei mir war das dann mal so gewesen, nicht weil das Klitschko war, ich wollte diese Gürtel haben. Ja, das ist klar. Das ist, weil ich weiß genau, wenn das Problem ist, viele sehen nur das Scheiß. Darf man das sagen? Klar, ja, klar. Also sonst machst du Pieps. Nein, also, wir sind ja sowieso immer auf Explicit. Okay, perfekt. Ne, also die meisten sehen immer nur das scheiß Geld ja. vor Augen.
Und das ist der größte Fehler, den du machst. Wenn du so eine Sportart machst. Als herangehender Boxer, oder was? Also überhaupt im Allgemeinen, egal in welcher, das Geld darf nicht deine Nummer eins sein. Mhm. Weil wenn du das wegen des Geldes allein machst, das kontrolliert dich und wirst du nicht erfolgreich. Richtig, werden. du wirst auf gar keinen Fall erfolgreich. Also es gibt Sportler, die wahrscheinlich auch erfolgreich werden, ja. Aber der Fokus ist nicht auf das bezogen, auf das, was du dich eigentlich konzentrieren musst. Und wenn das wegen des Geldes ist. Aber gut, für mich war das damals wichtig, ich wollte unbedingt diese Gürtel haben. Ich wollte darum kämpfen und deswegen hätte mir mein Promoter gesagt, du boxst umsonst, du kriegst keine Gage. Ja. Also scheiße, ich zahle sogar drauf, hätte ich gesagt. Darf ich dich fragen, wie viel du dafür gekriegt hast? Geld. Okay. Die Gegenfrage, die ich immer stelle, wenn jemand diese Frage stellt, ist immer, ist die erste Frage, die erste Frage, die ich stellen würde, ist, frag dich mal lieber, was ich durchgemacht habe, dass ich überhaupt da hingekommen bin. Das ist gar keine Frage. Das ist gar keine Frage. Und, aber das sehen die Menschen überhaupt. Also es ist nicht böse gemeint. Man sieht immer nur das Endprodukt. Nein, das ist natürlich. Wir beide nicht. Ich sehe nicht auf euch bezogen. Nein. Ich weiß, was du meinst. Ich bin der Laie. Ja, der Laie, genau. Und haben wir im Vorfeld schon mal ein bisschen gesprochen darüber. Ja. Keiner hat mal gefragt, auf was ich alles verzichten musste. Mhm. Dass ich meine Frau kaum gesehen habe. Mein Sohn, mein großer Sohn, der heute der selber jetzt boxt, den habe ich gar nicht aufwachsen gesehen. Den habe ich mal 4 bis 6 Wochen am Stück nicht gesehen. Der hat übrigens, der Sohn von Francesco hat übrigens am Wochenende geboxt und gewonnen. Ne? Glückwunsch. Wie alt ist er? Dankeschön. Er ist 17 Jahre. Das ist doch richtig. Also ungefähr. Ne? der hat jetzt letzte Woche, aber das erzähle ich gleich. Also dieses ganze Verzichten, das können die Leute gar nicht Profisportler. Bei mir war es sogar noch so gewesen, ich war trotzdem noch in Deutschland. Mhm. Es gibt Männer oder Sportler, die müssen im Ausland. Mhm. Naja, komplett in ein ganz anderes Land und das ist dann noch schlimmer. Haben wir mit Mandy Böhm zum Beispiel. Die kämpft in den USA oder in Korea oder in Israel. Richtig, genau. Sie ist auch Gelsenkirchenerin. Die ist auch Gelsenkirchenerin. Und sie ja auch, die war jetzt, glaube ich, wo waren erst in Irland? Danach war sie Schweden. Las Vegas. Danach war sie in Schweden. Okay. Hat in Schweden trainiert. Bei den, wo der Dings ist, der, wie heißt mal dieser mit dem Bart, der MMA-Kämpfer? McConnor. Dieser Tschetschene. Ach, der, Khabib. Khabib oder, Chamaev. Chamaev oder so, ich weiß nicht, wie der heißt. Also die war erst in Schweden halt, hat damit, hat damit die Jungs mit Leuten trainiert und dann war sie, dann ist sie nach Irland gegangen und im Endeffekt ist sie jetzt in den USA gelandet, in Las Vegas hier, weil und hat da sehr, sehr gute Trainer. Mhm. Ich glaube, mittlerweile ist sie wieder hier. Weil heute ist sie, glaube ich, in Paris, weil ihr Mann kämpft, glaube ich, heute. Genau. Ach, stimmt, ihr Mann kämpft ja auch. Stimmt. Der Kurschett, erfolgreicher Kämpfer, ganz ruhiger, ganz netter. Kennt ihr euch persönlich? Mandy Böhm, wir haben vor 3 Jahren mal mit Sky was eine Kleinigkeit gemacht und ich kannte sie schon vorher, die Mandy, aber da haben wir uns kennengelernt und ein ganz, ganz, ganz lieber Mensch, sehr bodenständig und sehr höflich und der, ich glaube, das ist der Schwager, der Levi Johann, ehemaliger Fußballspieler, das habe ich den Namen vergessen. Ich hoffe, der hört das nicht. Aber mit dem Namen habe ich Lebe, also der Lebe halt. Spitzname ist Lebe. Das ist, glaube ich, der Schwager von der Mandy. Und die haben wir uns dann erstmal persönlich kennengelernt. Und wir kannten uns schon vorher, wie gesagt, aber nie so zu tun gehabt. Dort haben wir uns auch persönlich. Aber ich habe schon Mit dem Geld aufzugreifen. Man liest immer, was die Leute, die an der Spitze stehen, verdienen. Ne? Und dann frage ich mich natürlich immer, wie holen sich dann Leute? Teilweise holen die sich nur, um die zu schlachten. Und teilweise hast du dann auch Gegner. Ne? Aber am Anfang, wenn die mal so einen Füllkampf brauchen oder so, oder mal wieder einen Aufbaukampf, da kommt dann jemand, der kriegt nicht ein Zehntel von dem, was der Champ verdient. Und das finde ich eine Riesensauerei, weil ohne den, der mit in den Ring geht, ist ein Kampf gar nicht möglich. Wie stehst du zu diesen ganzen YouTubern, die jetzt anfangen mit dem Boxen? Dieses ganze... das Gesicht ist gut. Also diese gerade mal auch in den USA, so Jake Paul und so. Wie stehst du zu denen? Oder jetzt hier gerade in Deutschland ist ja so, dass irgendwelche Deutsch-Rapper, die ich überhaupt nicht kenne, irgendwie dann auf einmal im Ring steigen und so. Wie stehst du zu solcher Sache? Also... Ich sage, also allererstes, heute kämpft ja der Abu Habib, das ist ein guter Freund, der ist auch auf YouTube und die ganzen Instagram-Geschichten macht ja so viel. Also wünsche ich viel Erfolg für heute. Er kämpft gegen diesen, keine Ahnung, gegen so einen Boxer auf dieser Universum-Veranstaltung. Mhm.
Ihm viel Erfolg, aber im Allgemeinen, sage ich ganz offen und ehrlich, ist für mich der größte Müll. Ja, das ist einfach nur Müll. Das sehen wir genauso. Das macht den Sport kaputt. So, danke. Genau, danke. Das hatten das wir nämlich, das Thema hatten Meinung. Wir nämlich schon, weil wir sehen die richtigen Sportler, die wirklich mit allem Herzblut versuchen, nach oben zu kommen, machen und tun und kriegen nicht annähernd so eine Aufmerksamkeit von der Öffentlichkeit und von was so geldmäßig und so betrifft, weil irgendwelche Typen, die, was weiß ich, irgendwelche Pakete aufreißen auf YouTube oder irgendwelchen dummen Scheiß machen, Hühner füttern. Ja, stimmt. Und die kriegen diese Aufmerksamkeit, kriegen diesen breiten Spektrum, machen eine Halle voll mit 5000 Leuten, wo unser eins früher für aber getötet das, hätte, in so einer Halle zu boxen. Ja, aber das beschreibt jetzt gerade so ein bisschen die Generation, weil erzählen ja nur noch Klicks. Es zählt nicht mehr, dass du irgendwie Talent hast, es zählt nicht mehr, dass du irgendwas Besonderes leistest, sondern es zählt einfach nur, das habe ich ja selber mitbekommen, ja, als wir auf dem Weg nach unseren Sponsoren waren, die wollen gar nicht wissen, was du machst, die wollen nur wissen, wie viele Klicks hast du. Wie sind die Zahlen? Das interessiert gar nicht mehr. Traurig. Ja, ich weiß, dass es traurig ist. Wie viel hast du in deiner, so wie du gerade gesagt hast, keiner sieht, was im Vorfeld alles gelaufen ist. Wie viel du verzichten musstest. Was du für eine Zeit da reingesteckt hast. Wie viel Zeit ins Training, wie viel Blut, wie viel Schweiß. Verletzungen. Da musst du Ernährung und so eine Scheiße. Ich muss dazu sagen, also es gibt doch YouTuber wie Abu Habib zum Beispiel, die sind wirklich fleißig. Die lieben diesen Sport und machen es auch gerne. Die kriegen dafür noch ein bisschen Kohle. Für die ist das eine super Werbung. Also aber allgemein für den Kampfsport ist das nicht gut. Ich finde das sehr schlecht. Aber ich muss dazu aber auch nur sagen, wir sind selber schuld. Universum, nicht Universum jetzt, wie wir das jetzt kennen, Universum zur Zeit von Kohl. Ja. Sauerland-Event. Die hatten beide Verträge mit rechtlichen Sender. ARD, Sauerland mit ARD, ZDF, mit Universum. Mhm. Die haben sich pro Veranstaltung Schweinegeld verdient. Mhm. Warum hast du das nicht gemacht, wie das heute Eddie Hearn macht in England? Dass du mit den Amateuren zusammenarbeitest, dass du eine Struktur aufbaust. Nein, das war nur das Geld. Kurzfristig Kohle verdienen. Richtig. Und durch diese ganzen Fehlanstellungen, die über die Jahre gekommen sind, hast du gesehen, die Einschaltquoten sind von Mal zu Mal immer weniger geworden. Ein Arthur Abraham, mit dem ich früher zusammen bei Sauerland war, ja, der hat immer eine Einschaltung von 7 Millionen gehabt. Ja. Hinter sind die, bei ihnen auch die Sachen runtergegangen, die Einschaltquote runtergegangen. Arthur Abraham war noch ein witziger Typ dabei. Ne? Ist das nicht Arthur, der mit der Schlumpfmusik reingekommen richtig, ist und genau, mit dem gebrochenen Kiefer gekriegt richtig hat? Menschlich 1A, also der ist so ein lustiger Mensch und ein Herz aus Gold. Der ja, Mann also hat echt ein Herz aus hat Gold. Man auch schon so, ich fand halt so die Interaktion mit seinem Trainer, wenn die sich so gegenseitig Mensch, Arthur, mach mal hier! Ne? Das Schlimme, das Krasse war ja gewinnend an der Geschichte, das war nicht geschauspielt, das war ja, 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 ich klar. Ich habe ja 5 Jahre mit den Uli Wegner zusammen trainiert und mit Arthur zusammen. Uli Wegner lebt er noch? Ja, er lebt, er ist jetzt 80 müsste er sein oder 81, ja, irgendwie so. Liebe Grüße an Uli Wegner. Ja. Also ich fand den immer super. Ne? So Trainer. War authentisch halt der Typ. Ja, ne? Ja. Und so wie er sich auch gegeben hat in der Kamera, so war der auch privat. Der hat sich nicht verstellt, das war seine Art gewesen. Und so wie er das auch gesehen hat mit Arthur und Uli, so war es auch in Wirklichkeit. Die haben dich angezickt und so weiter, aber nächste Welt war alles wieder cool. Und da zeigt es ja immer, du kannst nicht jeden Boxer gleich behandeln. Nein, ne? Nein. Du musst die alle nach deren Charakter behandeln, richtig, sonst wird das nichts. Ne? Richtig, genau. Der eine braucht die harte Hand, der eine muss so ein bisschen sanfter sein und den einen hast du wie deinen Sohn. Ja. Also jetzt vom ja, Typ her wie ja, dein ja, Sohn. Genau. Und ich zum Beispiel als Trainer, ich bin, ich mag, wenn das sein muss, natürlich auch die harte Hand, mhm, aber ich mag es lieber, meine Sportler zu motivieren. Zu ja, da merkt man die auch an. So. Das ist so, ich weiß, du kannst mit Sicherheit auch einen Arschtritt verteilen, aber. Ja, ja, das, bevor ich so, also ich muss sagen, ich glaube, das passiert sehr selten, dass ich wirklich ausflippe. Mhm. Aber wenn das kommt, dann richtig, dann knallt es. Aber es ist wirklich sehr selten. Bei mir ist halt ganz anders, ich habe so eine kurze Zündschnur. Ne? Aber bei mir ist es halt so, ich habe, als ich damals in Thailand war und habe bei den Thais trainiert, ne, da hat man echt eine Menge gelernt, weil die haben mhm, wirklich, die machen das ganz gut, die lachen viel im Training und machen viel. Und wir haben das früher, wo ich angefangen habe, ich wollte ja eigentlich nie Trainer sein, ich bin da so reingerutscht. Mhm. Da habe ich echt wie beim Militär, weißt du, aber gut, du hast 30 Leute in der Halle gehabt, das konnte ja nicht jeder machen, was er wollte. Mhm. Ne? Aber mittlerweile bin ich ja auch ganz anders. Ne? Außer wenn ich Frühschicht habe, wenn ich hier ausgepennt bin, dann ist das was anderes. Kann ich verstehen. Na gut, bei mir ist zum Glück ein bisschen entspannter alles mit der Arbeit und ja. Ich muss jetzt aber nochmal zurückkommen auf diese YouTube-Boxer. Ich habe ja so eine Theorie. Ich habe ja so eine Theorie, dass durch MMA und durch die ganzen anderen Kampfsportarten, die so ein bisschen jetzt publik geworden sind, dass da das Boxen so ein bisschen an Attraktivität verloren hat.
Ich muss auch ganz ehrlich sagen, als die damals... Selber schuld. Ich glaube, wir haben Boxen... Wir sind selber schuld. Ja, sind wir also, auch. Ja, die haben nee, dass dann die Boxstelle oder hier, was ist halt Universum-Boxing, Universum, ja, ja, dass die dann sagen, komm, ist momentan mehr Kohle zu holen auf YouTube mit irgendwelchen Twitcher oder Streamer oder was weiß ich oder YouTube-Rapper. Ja, aber du musst mal gucken, hier, die ganzen, dass die Leute dann in den Ring holen. Ey, die Boxstelle haben sich ja selber kaputt gemacht. Die haben angefangen, dann später war das nicht mehr qualitativ so, wie ihr wolltet, haben sie versucht, die Leute zu verarschen. Haben da irgendwelche Kämpfe, die scheiße waren, versucht schön na, zu also labern. Ich sag mal, das Ding war gewesen, du holst zwei, also du hast einen klasse Boxer, lässt ihn gegen einen anderen Klassenboxer boxen, der Bessere soll gewinnen. Und wenn der Kampf so extrem unterschiedlich ist, der Gastboxer war genau, viel stärker. Genau. Und immer kriegt der Heimboxer das Urteil für sich gesprochen. Ja, ja, genau. Ist ja wohl klar, dass auf lange Sicht das alles kaputt macht. Die Leute lassen sich ja nicht verarschen dann auch. Und das Schlimmste überhaupt, was passieren konnte, über die ganzen Jahre, als ich damals mit dem Profiboxen angefangen habe, dass die Amateure gegen die Profis, also die haben nicht zusammengearbeitet, sondern gegeneinander gearbeitet. Ja. Und das hat sehr viel kaputt gemacht. Man muss sich nur als Beispiel jetzt, als Vorbild Eddie Hearn nehmen. Eddie Hearn arbeitet mit den Profis und mit das olympische Boxen zusammen, also mit den Amateuren. Und die werden das perfekt, die kriegen eine Ausbildung, die bekommen Gelder, die sind perfekt ausgerüstet, damit der Sportler sich nur um das Sport konzentriert. Ja. Und die holen auf Fließband holen die Olympiasieger oder Weltmeister. Genau, genau. Und so hätten wir es auch machen müssen. Wir haben ja richtig viel Kohle bekommen pro Fall. Ich werde es nicht sagen hier vom Podcast. Die haben einen schönen Batzen bekommen an Geld pro Veranstaltung. Ja, ja, klar. Und da hättest du viel machen können. Aber im Endeffekt, jeder schaut nur auf seine Tasche. Die haben einfach kurzfristig investiert und haben sich fertige Boxer aus dem Ausland geholt. Das ist ja okay. Das ist ja auch Sinn, dass du von Amateuren, wenn die erfolgreich sind, zu den Profis wechseln. Aber da zum Beispiel hätte ich das schon ein bisschen anders gemacht. Das hätte man, ich weiß nicht, wie man das macht, aber ich hätte zum Beispiel so vielleicht gemacht, dass ich gesagt, okay, du bist bei den Amateuren, wenn du zu den Profis wechselst, Beispiel, du bist jetzt bei den Amateuren, du bist der Amateurverein oder Verband, du kommst zu den Profis, dein Verein kriegt eine Entschädigung, ihr kriegt eine Entschädigung und vielleicht sogar weiter... nehmen wir gar nicht Entschädigung, sondern nehmen wir eine Förderung ein. Eine Förderung und dazu vielleicht noch für jeden Kampf nochmal einen kleinen Prozentsatz. Damit sind doch alle zufrieden. Und wenn du jetzt weil du holst dann beispielsweise 10 Boxer, die du so aufbaust, ja, jeder ist zufrieden, dann ist es mehr ein Miteinander. Ich glaube, schon noch nicht die Profis, aber er dürfen nicht mit Amateuren, also zu damaligen Zeit, jetzt ist er glaube ich wieder geändert. Damals war es halt so gewesen, Amateure dürfen nicht mit Profis zusammen trainieren, sonst gibt es Ärger, Strafe, dies Deutscher, und das. Der Deutsche Amateurboxverband war ganz schlimm in der Hinsicht. Wie gesagt, wir haben mal den Farid hier vom Boxteam Schalke mal da gehabt. Der hat mal bei uns eine Einheit geleitet, weil wir gesagt haben, okay, wir brauchen mal, ne, wir sind zwar gut in unseren Dingen, die wir machen, aber du holst dir für besondere Sachen, holst dir dann natürlich einen Profi. Ein Boxer ist besser im Boxen als ein MMA. Ist normal, weil das ist bei uns ein Teil nur. So, und haben wir dann gepostet, ne, und Farid hat uns dann angerufen und gesagt, nehm das raus, ne? Sonst darf ich nächstes Mal nicht coachen. Also so einen Unsinn habe ich noch nie gehört. Ja, es hat sich ja mittlerweile ein bisschen geändert. Die Sache ist viel lockerer geworden. Ist es so? Ja, ja, es ist mittlerweile locker. Mittlerweile dürfen Amateure und Profis. Zum Beispiel mittlerweile auch zu den Profis die Leute sekundieren. Und mittlerweile international ist das so, dass einer der Profis auch bei den Amateuren wieder boxen darf. Ist das so? Ja, ist mittlerweile ein bisschen geändert. Finde ich gut. Finde ich auch für uns in Deutschland mittlerweile ein bisschen aber zu spät. Aber woran liegt das? Sind die Oberen, haben sich die ein bisschen verjüngt? Ich kann das nicht sagen. Ich habe mich jetzt nicht so mit der Thematik nicht so auseinandergesetzt. Ich habe es nur gelesen oder halt mitbekommen. Für Deutschland ist das mittlerweile viel zu spät. Das hätte man schon Jahre davor machen müssen. Ja, ja. Aber jetzt ist das Kind in den Brunnen gefallen. Wir haben ja trotzdem, auch wenn wir es momentan so am Boden sind mit dem Boxsport, haben wir trotzdem genug. Wir haben wirklich richtig gute Sportler, die sich super entwickeln. Die muss man halt nur fördern. Aber hier kriegst du kaum Förderung. Das ist das Problem. Ja, das ist das. Das haben wir ja in allen olympischen Sportarten. Wenn du die nimmst, wenn du nicht Sportsoldat bist oder. Aber das Problem ist auch bei dem Sportsoldat. Du hast für diesen Zeitraum hast du eine Ruhe. Hast du eine abgeschlossene Ausbildung danach? Nee, das ist das Problem. Klar. Du hast nichts für die Zukunft. Du hast für jetzt hast deine Ruhe, kriegst du eine 2,5 oder wie viel auch immer. Das ist ja das, warum Michael Kopzow, wo wir vorhin drüber geredet haben, der konnte ja boxen, solange, weil der eben angestellt war, aber nur auf dem Papier und konnte dann aber trainieren weiterhin. Ja? Der hatte eben diese Möglichkeit, das zu machen. Aber im Endeffekt, ne, ich habe immer schon damals gesagt, ich sage, meinst du, das ist noch gut? Und der Fritz Wein hat ihm damals auch gesagt, meinst du, das ist noch gut zu kämpfen? Ja, aber wie ist das denn in anderen Ländern? Hast du da eine Einsicht? Also ich
In England weiß ich zum Beispiel, dass ich nehme jetzt mal England als Dings, weil die momentan echt sehr gut sind. Du bekommst Absicherung. Wenn du im Kader reinkommst, dann kriegst du ein Grundgehalt oder wie auch immer. Du kannst aber woher hast du die Gelder? Ja, die kommt von Eddie Hearn wahrscheinlich. Also von den großen. Von Profiboxen. Von Profiboxen. Die haben wahrscheinlich so einen Fonds angelegt, ne? Richtig, in dem die für die Förderung der Amateurboxer. Also ich weiß das System nicht ganz genau, aber ich vermute, dass Eddie Hearn halt, der kriegt ja Gelder von die Zone. Genau. Und er dann das Geld dann natürlich für sie in seine Tasche natürlich auch ist, da ganz klar. Aber die Gelder verteilt, dann kriegen die ein Stück ab, die kriegen ein Stück ab. Aber der Mann denkt halt nachhaltig. Richtig. Weißt du? Alles, was danach kommt an Boxern, so die, ich weiß, wenn ich mich jetzt auf den Sport konzentrieren kann, ne, dann agiere ich ja ganz anders, als wenn ich nebenbei noch eine Ausbildung machen muss oder studieren muss oder beim Studium geht es ja vielleicht noch, ne, wenn ich Sport studiere oder was. Aber ich weiß, ich falle nicht. Wenn ich irgendwann mal Dings, falle ich nicht ins Bodenlose und stehe dann genau. mit leeren Taschen da. Richtig. Und da ist es halt so, da hast du echt eine Absicherung und du brauchst hier keine Kopfschmerzen zu haben. Was ist, wenn ich das nicht schaffe? Aber hier hast du gar keine Zukunft. Wie heißt das? Du hast gar keine Absicherung. Keine Perspektive. Ja. Und du musst von heute auf morgen nehmen, wenn du zu den Profis wechselst. Ja. Entweder kommst du bei Sportevent Steinfurt, also bei SES kommst du rein, Argon Sport oder ein Promoter, der halt Geld hat, damit er den Sportler finanzieren kann. Wenn du das nicht schaffst, musst du alles alleine machen. Jetzt überleg mal, du brauchst Sponsoren, Investoren, die dir, du musst ja auch Geld leben, du kannst ja nicht nur Geld verteilen, genau, durch Gegner kaufen und so weiter. Ja. Weil du beispielsweise holst einen Gegner, die ersten Gegner zahlst ein paar Euro, die Summe ist egal, auf alle Fälle zahlst ein paar Euro und wenn du dann gegen Leute boxst, die jetzt beispielsweise schon Punkte haben, die weiter oben gerankt sind, zahlst du schon viel mehr. Ja, ja, klar. Das heißt, du gehst schon in Richtung fünfstelligen Betrag. Mhm. Und das ist nur, und dann musst du natürlich den Verband bezahlen. Wenn du Titelkämpfe machen möchtest, ja, genau. Musst du alles selber zahlen. Und jetzt finde mal Leute, die das ja alles bezahlen. Und da kriegst du halt über Eintrittsgeld alleine nicht rein. Nee, gar nicht. Es geht im Endeffekt, das Eintrittsgeld, also wenn du das selber veranstaltest, wenn du aber Gastboxer bist, da hast du gar keinen. Da kannst du nur von Investoren und Sponsoren leben. Und das ist schwierig. Wie soll ein Mann das alleine schaffen? Und je höher die Leute gerankt sind, umso mehr zahlst du. Mhm. Und das ist ja nicht mal mit inbegriffen, dass du selber noch Geld verdienst. Du gehst also immer mit, also immer null Geschäft. Ja, ja. Also gerade wenn du Titelkämpfe veranstaltest und wenn es halt nur Deutsche Meisterschaft ist oder Interconti oder so, ne, da musst du richtig in die Tasche packen halt auch. Ne? Richtig, genau. Und da brauchst du Investoren. Wenn du das alleine machst, brauchst du Investoren und Sponsoren, die investieren. Natürlich mit einem großen Risiko. In der heutigen Zeit ist das schwierig. Es ist sehr, sehr schwierig geworden in Deutschland. Aber ich bin trotzdem guter Dinge, weil mittlerweile ist die Zone auch in Deutschland angekommen. Das heißt, sie haben mittlerweile auch Verträge, ich glaube mit Rainer Gottwald war das, glaube ich. Ich will jetzt nicht lügen, ich glaube mit Rainer Gottwald ist das ein Promoter aus... Ich wusste gar nicht, dass er noch im Geschäft ist. Doch, ja. Also, wenn ich es richtig verstanden habe. Wie gesagt, Boxen ist auch jetzt so, ne, wie gesagt, was ich festgestellt habe, ist, wir waren letztens am Bahnhof, ne, ich war da im Buchhandel drin, da hast du dann mal schon so Kampfsportzeitungen gefunden, ne. Die einzige, die du jetzt noch findest, ist Boxsport, ne. Du findest keine andere Kampfsportzeitung. Ja, Boxsport ist halt ein Kampfsport, immer noch in Deutschland das Größte, was es gibt. Richtig. Und die haben auch eine gute Auslage, also wir verkaufen sehr viele Sachen. Oder der populärste, sagen wir mal so. Ist halt der populärste. Ja. Ja. Genau, und da kaufen noch sehr, sehr viele. Finde ich auch gut, aber die machen noch gute Arbeit bei Boxsport. Und ich kann mich noch an die Klitschko-Zeiten erinnern. Ich habe Klitschko immer sehr langweilig gefunden. Ja, weil das ist so, was heißt so langweilig? Und jetzt haben wir die größer, haben halt, ey, die haben halt super effektiv geboxt, ne? Ja, das war's ja. Haben wir momentan einen deutschen Boxer, wo du sagst, der hat das Zeug? Du hast einige deutsche Sportler. Das Problem ist, wie gesagt, die Perspektive. Du musst, wie gesagt, entweder kommst du bei einem großen Stall rein. Wir haben zum Beispiel Adam Deines ist ein richtig geiler Halbschwergewichtler, hat vor anderthalb Jahren gegen Beterbiev geboxt, einen richtig geilen Kampf gemacht, also hat sich super verkauft. Leider verloren den Kampf hinterher durch K.O., 11. Runde oder so, aber... Boah, 11. Runde, Alter. Aber ein richtig, wer Beterbiev kennt, der weiß, dass er ein Knaller, der kann hauen. Und der hat all seine Kämpfe durch K.O. gewonnen. Also du hast sehr, sehr viele gute Sportler. Aber das Problem ist aber auch natürlich jetzt, talentiert, alles schön und gut, du entwickelst dich natürlich. Und wenn du beispielsweise einen boxt, den Stinker, wenn man sagt so im Boxen, ja, Stinker, ja, ja, ja. Dann zeigst du erstmal, wie gut du wirklich bist.
Aber die Entwicklung, also du hast gute Sportler da, aber die Perspektive ist erstmal momentan ein bisschen schwierig. Du musst entweder nach England deine Kooperation starten oder in den USA. Ansonsten momentan, ja. Liegt am Land. Ja, liegt einfach darum, dass die, du hast einfach nicht mehr die Plattform. Die haben da, wie gesagt, jemand kaputt gesendet. ARD, ZDF, wenn du da drin warst, Leute, die haben eine Reichweite gehabt ohne Ende. Da hat, ja, jeder dann vor dem Fernseher gesessen, hat sie dann angeguckt. Richtig. Ne? Und dann ging ja. Aber vielleicht fehlt uns dann auch wieder so eine Figur. Verstehst du, dass du so eine Figur hast, wie, ich sag ja, jetzt mal, früher so ein Henry Maske oder so, dass das ganze Land da drauf guckt? Ich glaube, es ist momentan die Phase in Deutschland, wo, glaube ich, das Boxen nicht mehr so gerne gesehen wird, vermute ich jetzt mal. Ist nur eine Vermutung von mir oder also Kampfsport im Allgemeinen ist in Deutschland da immer noch Randsportart, immer gewesen. Ne? Mhm. Auch als jetzt Boxen in seinem Prime war, dann war es halt ein bisschen besser, aber also grundsätzlich ist es eine Randsportart halt. Die Leute gucken halt, ey, wenn du nur fünfte Liga Fußball, da gucken, hast du mehr Einschaltquoten, als wenn du jetzt einen guten Boxkampf siehst. Das ist tatsächlich so. Ja, okay. Wenn ich jetzt von mir von der Arbeit ausgehe, ich sehe die Jungs, die sind da teilweise sportverrückt, man, die gucken sich Tennis an oder irgendwas. Aber ich habe noch nie gesehen, dass sie einen Boxkampf angemacht haben. Ja, es sei denn, ich sage denen so, ey, geh mal drauf, da ist heute Boxen oder das MMA, mach mal. Ja, es ist eine schwierige Fahrt momentan. Trotzdem, ich bleib dabei. Wir haben die Zone jetzt, also ich glaube, das war mit Rainer Gottwald. Ich will jetzt nicht lügen, aber ich glaube, das war mit ihm gewesen. Und darauf kann man erstmal aufbauen. MDR ist ja auch noch da mit Sportevent Stein, also mit SES. Und also sie sind jetzt nicht ganz verloren. Ne? Also es ist noch Licht am Ende des Tunnels. Ich hoffe nur nicht, dass der Zukunft entgegenkommt. Naja, also, ja, da wird der Sohn für selber sorgen. Ne? Wenn sie von damals 10 Euro auf jetzt, glaube ich, 44,99 Euro aufgestockt haben. Als ich das gesehen Ich habe nochmal eine andere Frage, dann gleich beantworte erstmal. Also als ich das gesehen habe, war ich auch geschockt, weil die haben irgendwie zwei Modelle bei Dizone. Einmal das 25 und dann, wenn du alles haben willst, 45 oder so. Und da ist, glaube ich, noch nicht mal alles dabei dann. Also gerade, sagen wir mal jetzt, ich glaube, zu NBA oder Baseball ist, glaube ich, nicht alles dabei. Und ich glaube auch von der Bundesliga auch. Hier. Ja, aber damals hatten sie alles. The Zone hat, konntest du alles gucken. Ja, aber guck mal, ich denke mal hier gerade so. Also für 45 Euro, ne, da erwarte ich wirklich alles. Für 45 Euro erwarte ich alles. Auch Dings, Pornhub? Ne, das habe ich ja kostenlos. Ach so, okay. Was ist das? Richtige Antwort. Aber du warst nicht lange weg, ne? Du hast vorhin gesagt, du musstest deine Frau eine Zeit lang alleine lassen zum Training. Also dann warst du nicht lange genug weg, wenn du nicht Pornhub kennst. Ja, verstehst du. Warte, Porno-Website. Ach so. Kennt er doch. Okay. Weiß er doch. Kennt doch jetzt jeder. Ich hatte das Wort erstmal gar nicht. Ich habe die erste Staffel schon durch. Ja. Ja. Wie wichtig ist dir. Ach so, du wolltest noch was fragen, ne? Ja. Bei wie viel Promotern warst du jetzt eigentlich? Wie viel Promoter hast du durch? Bist du alle durchgegangen? Also Universum? Nee, ich war bei. Meine erste Station war bei Sauerland. Okay. Sauerland-Event. Der war ein fairer Mann, oder? Nicht? Okay. Alles klar. Kam immer so rüber, weißt du? Ja. Die kommen im Fernsehen alle so süß rüber. Ja, okay. Also, egal, wenn du hinstellst, vom Fernseher tut jeder sowas, wenn der liebste Mensch wäre. Nee, das sind. Diese Leute sind, ohne jetzt Sauerland schlecht machen zu wollen oder. Also sie sind einfach dreimal chemisch gereinigt halt. Doch, mach ihn schlecht. Nee, also das, nein, also ich muss sagen, die sind Geschäftsleute. Ja. Und da gibt es keine, die machen so. Also wenn du beliebt werden willst, musst du Eisverkäufer werden, nicht Boxpromoter. Ja, also ja. Ja, ne? Also nee, es ist schon, es ist ein knallhartes Geschäft. Und ich muss sagen, von den ganzen Promoter, die ich hatte drei gehabt, einmal Sauerland Event, Ulf Stein, also SES Boxing, Steinfurt. Und dann war ich noch zum Schluss beim Petkovic, Alexander Petkovic, ehemaliger Weltmeister, ja. Der WBC war da, glaube ich, ein richtig geiler Boxer und auch Promoter war er sehr erfolgreich. Ich weiß nicht, ob er jetzt noch immer was macht, das weiß ich jetzt nicht, aber ja, auf alle Fälle bei den drei war ich und der abgezockteste von allen war auf alle Fälle Sauerland mit Abstand. Die waren richtig abgezockt und
Der Sohn, der sah schon so richtig abgewichst aus. Der ist jetzt gerade mit seinem Bruder, also die zwei Söhne. Also ja, ich meine jetzt Kalle Sauer. Kalle und der Nisse war das genau. Die machen ja mit Wassermannsport oder Boxing oder wie die heißen, machen die aber, die sind mehr in England. Die machen, glaube ich, auch sowas wie Promi-Boxen, wenn ich mich nicht erinnere. Ich habe es nur mal. Aber wir können ja einfach alles raushauen hier, das ist egal. Ach, das, ich sag so, wie aber es ist. Aber mit diesen Box-Promotern, das habe ich damals auch gehört, als ich eine Folge mit Nadja Raoui gemacht hatte. Die war ja auch. Die wurde auch einmal richtig verarscht. Auch richtig verarscht. Der hatte damals gegen die Susi Kentikian gekämpft. Genau. Und da haben sie richtig verarscht. Also ja, das hat sie damals schon erzählt. Also das höre ich jetzt nicht zum ersten Mal. Ja, also ich habe den Kämpfer damals angeschaut und die hat mir so leid getan. Sie, wo wohnt die eigentlich jetzt? Sie wohnt auch irgendwo in Essen. In Essen, okay. Ja, das hat mir damals auch richtig leid getan, also wie die geweint hat. Boah, hat die gar nicht verdient, weil da, wie gesagt, du gibst dein ganzes Herzblut da rein, richtig, dann ein bisschen verarscht, also geht gar nicht. Und das ist das Schlimme. Dann ich habe den Kampf damals auch gesehen. Dann mach doch lieber einen Rückkampf nochmal, genau, wenn man die Chance hat. Ja, und das kannst du viel, viel besser vermarkten. Genau. Aber jeder denkt nur an seinen Arsch und genau. Dein Boxer soll gewinnen. Aber okay. Und das sind so eben solche Geschichten, wo du dann sagst, damit haben die den Boxer auf den Arsch gelegt mit solchen Nummern. Das war einer der Gründe. Das stimmt. Wie wichtig ist dir Beinarbeit im Boxen? Du hast ja Oldschool Boxing Pianeta. Letztens haben wir noch überlegt, heißt der Pianeta Oldschool Boxing, ne? Oldschool Boxing Pianeta. Und Francis Ngannou wird ja gerade momentan in Anführungszeichen trainiert von Mike Tyson. Mike Tyson kommt ja nur einmal die Woche mal kurz für eine Stunde vorbei. Das ist ja so ein Promo-Ding. Ja, und der war zum Beispiel jetzt bei Joe Rogan und er hat ihn so ein bisschen ausgefragt und er sagt, das Boxen, so wie Mike Tyson boxt, kann er jetzt nicht übernehmen. Was er aber so übernimmt oder versucht, so ein bisschen für sich zu entdecken, ist so die Beinarbeit, gerade die Peekaboo-Stil. Ne? Ich habe letztens von dir auch ein Video gesehen, da hast du, ich glaube gestern war das, hast du mit einem Schüler ein bisschen Beinarbeit gemacht. Wie wichtig ist Beinarbeit generell? Also die erste, auf die Sache mit dem Peekaboo-Stil und also über diesen Ngannou, du kannst aus dem Esel kein Rennpferd machen. Es ist wirklich so. Warte, Moment. Da kannst du nicht vergleichen. Mike Tyson war ein super kleiner Spieler. Nein, was meint er jetzt? Meint er jetzt, dass Ngannou keine Chance hat? Nein. Es geht jetzt nur um den Boxstil. Okay. Weil Mike Tyson war ein kleiner Muskel. Sagt er ja auch. Komplett Muskel. Der war ja so explosiv. Du kannst jetzt nicht zu dem, ich kann jetzt nicht zu Franco sagen, box jetzt mal genauso. Das passt überhaupt körperlich gar nicht. Ja, verstehe ich schon. Du entwickelst deinen Stil. Und wenn ich beispielsweise sehe, ich habe eine schlechte Beinarbeit, dann muss ich natürlich versuchen, die Schwächen zu verbessern. Ist ja ganz klar. Aber auch nicht die Stärken vernachlässigen. Ich kann aus dem Esel kein Rennpferd machen. Schuster, bleib bei deinen Leisten. Weil das, was du kannst, mach es. Aber versuch nicht, etwas zu sein, was du nicht bist. Naja, das macht er ja auch nicht. Und genau, deswegen, also das kann man machen, klar. Aber ich sage euch so, wie es ist. Für Fury ist es einfach nur mal richtig schön Batzen Geld einzusammen. Verdient auch 10 Millionen, glaube ich, für den Kampf. Den Ngannou. Ich weiß nicht. Ich glaube, teurer wird es, wenn ein Rückkampf kommt. Ne? Beiden, dann wird er richtig cool. Also es ist nur eine Vermutung von mir. Ja. Das ist erstmal für ihn, erstmal für jetzt von der Sicht von Fury, von Tyson, ist es eher nur so, erstmal wieder reinzukommen im Kampf, weil er jetzt auch, glaube ich, über ein Jahr nicht geboxt hat. Da er das meiste Geld reinbringt bei der WBC, kann er sich auch ein bisschen mehr erlauben als alle anderen. Sieht man ja übrigens, was gerade da, was er sich erlaubt. Und was meinst du? Dass er sagt einfach, ja, ich bock später, wenn ich Bock habe. Ich mache jetzt erstmal einen Aufbau, ich mache jetzt erstmal einen Showkampf und genau, normalerweise musst du ja einen Termin halten für die nächste Titelverteidigung. Richtig, ne? Genau. Und da kommen die immer mit irgendwelchen politischen Sachen und so. Aber gut, darüber könnte man, glaube ich, stundenlang reden. Also, aber okay. Ja. Bleiben wir ich glaube, wir müssen dich nochmal einladen. Ja. sehr gerne. Jetzt habe ich den Faden verloren. mit der Beinarbeit. Genau, bleiben wir wieder bei der Beinarbeit. Lassen wir das Thema mit Tyson Fury jetzt weg. Also, Beinarbeit ist für mich persönlich sehr, sehr wichtig. Also für mich das A und O. Weil egal, was du machst, du machst aus den Beinen heraus. Genau, beim Boxen, das denken alle Anfänger, die ins Training kommen und du zeigst denen mit den Beinen, wie du Gewichtsverlagerung und raus und so, das denken alle, die hauen einfach nur mal eine Gerade oder so. Aber das Schlimme ist, die Leute
die verstehen nicht, dass Boxen eine Prozedur ist, das lernst du jedes Mal dazu. Auch nach 3, 4 Jahren, sogar ich, als ich damals schon sehr, also schon viele Kämpfe gemacht habe, zu meinem letzten, bei meinem letzten Trainer Alexander Hahn, also das war mein letzter Profitrainer, den ich hatte, von dem habe ich auch sehr viel gelernt. Ja, weil jeder Trainer auch anders ist. Ne? Das ist eben das Gute, wenn du mehrere hast. Genau. Kannst du der Beste von allen ziehen. Durch ihn habe ich viel dazugelernt. Also viel mit den Bewegungsabläufen und so weiter. Und sogar ich in der Zeit, wo ich schon so viele Kämpfe gemacht habe, du lernst beim Boxen nicht aus. Es liegt nur an dir selber, was du daraus machst. Möchte ich das lernen? Oder denke ich, ich weiß besser, alles besser. Ich weiß eher alles besser. Richtig. So Typen gibt es auch, aber die werden auch nicht weit kommen. Das ist einfach und dazu hast du sehr viel davon. Entweder hast du 100% Vertrauen oder wenn nicht, dann mach dein Ding, guck dann meinen Pekka-Busi-Stil an oder mach einen auf Floyd. Ja, genau. Deswegen sagte ich auch. Aber Floyd ist Floyd, ne? Ja, aber du kannst... Tyson ist Tyson, richtig. Ich denke so. Und du kannst... Natürlich sollst du Vorbilder haben, die... einen gewissen Stil haben, so ein bisschen vielleicht ein bisschen kopieren und so weiter. Aber wenn du weißt, musst du dir passen auch. Ne? Richtig, genau. Dann musst du das hier, zum Beispiel ich persönlich, für mich mein absoluter Lieblingsboxer ist Lomachenko. Rechtsausleger wie ich und der Typ kann boxen und von solchen Leuten kannst du lernen. Der hat immer eine geile Deckung, hat ein schönes Auge, viele Maidbewegungen mit Deckung. Wenn er beispielsweise meidet, zieht er die Hände mit rein. Ja. Schlägt eine Aktion, macht einen Sidestep, zweiter Angriff, wechselt also immer die Position. Lomachenko ist ein Tier. Was ich hier so, Gennady Golovkin fand ich immer genial. Ne? Und hier Canelo. Canelo, ja. Canelo. Der boxt übrigens heute Nacht. Echt? Der boxt gegen, wie ist der nochmal? Chavo? Irgendwie sowas. Die sind beide undisputed. Das heißt, in allen Verbänden Weltmeister. Also bin ich mal gespannt. Normal laufen, dann müsste eigentlich... Der Typ, der schlägt da so schnell, so präzise, der ist unfassbar. Der hat ein Auge, der Olle, das ist Wahnsinn. Ey. Das sind auch Dinge, du kannst vieles trainieren, aber manche Dinge hast du einfach so in dir. Wollte ich gerade sagen, entweder hast du die als... Du hast dieses Talent oder halt nicht. Ja, aber mit Talent muss auch hart arbeiten. Mit Talent nicht hart arbeiten, reicht das nicht. Klar. Was sind denn so deine Prognose? Francis Ngannou und Tyson Fury. Brauchen wir gar nicht überlegen, das wird sogar ein Blinder sagen. Also, Fury wird ganz klar mit den Ausboxen und wahrscheinlich auch K.O. schlagen. Wenn das nicht abgekartet, also nicht abgesprochen ist, dass er nicht K.O. schlagen soll. Ich weiß ja nicht, wie die Verträge laufen bei denen, aber ich vermute mal ganz stark, dass er den Kampf, wenn alles normal läuft. Wissen ja nicht viele, Francis Ngannou kommt eigentlich aus dem Boxen, ne? Ja, das ist so wie Adesanya aus dem Kickboxen kommt, ne? Mhm. Ja. Aber wie gesagt, wenn du so ein Boxer hat natürlich ein komplett anderes Gleichgewicht wie ein Kickboxer oder wie ein MMA-Sportler. Als MMA-Sportler muss ich tiefer stehen, Boxer kann weit oben stehen, kann Dings. Und nur ein harter Punch, ja, das kann funktionieren. Wie gesagt, ein Treffer kann alles entscheiden, aber der andere pennt ja auch nicht auf dem Baum. Und die Jungs ist ja nicht nur so, dass die Schläge gut meiden können, sondern die können auch einen harten Brocken wegpacken. Denn wenn du ein Glaskin hast, stehst du nicht da oben. Ja, das ist halt so. Richtig. Du hast ja dann, wann hast du aufgehört mit dem Boxen? Nach dem Fury-Kampf. Das war August 2018. Ja. Du hast ja dann hinterher mittendrin hast du eine schwere Diagnose bekommen. Ne? Das waren 8 Jahre vorher. Ja. 8 Jahre vorher. Das war 2010 gewesen. Ist dir da auch der Boden unter den Füßen weggerutscht, ne? Ja, zu dem Zeitpunkt ja. Trotzdem habe ich alles sehr positiv gesehen. Ich habe nicht so mit dem Gedanken, oh, jetzt werde ich sterben, also gar nicht. Also für mich war es, ich habe mich darüber aufgeregt, traurig. Hast du was gemerkt oder was? Oder ja, war das bei einer Routineuntersuchung? Es war schon im Vorfeld was gewesen. Und da sagte meine Frau, geh mal zum Arzt und so wie Männer halt sind, ja, ich mach das schon. Genau so, tatsächlich. Aber waren wir gerade in der Vorbereitung gewesen. Michael Spott sollte ich damals boxen in England. Mhm. Und Verträge waren schon so gut wie fällig gewesen. Und da waren wir gerade im Leistungstest gemacht in Berlin. Haben wir auf dem Dienstag, war glaube ich der Lauf,
Blutbandtest, genau. Und dann Donnerstag, dann habe ich auch einen Termin gemacht beim Arzt. Da hatte ich den Schlagpolstertest gehabt. Mhm. Nach dem Schlagpolstertest bin ich direkt dahin gefahren und ich werde diesen Tag nie vergessen. Ich komme rein, ich war wie eine Nummer gewesen. Nee, ja, schon klar. Wirklich wie eine Nummer. Kommt rein, so kalt. Dieses Kalte es hat, von diesem Arzt hat mich nochmal um einiges so psychisch kaputt gemacht. Nicht kaputt gemacht, aber so nachdenklich gemacht. Ey, das, einfach das nur ist, vorgelesen. Ey, das ist doch ja, einfach so. Guckt so nach. Ja, Verdacht auf Hodenkrebs. Hodenkrebs, genau. Geschwür, oder wie man es nennt. Ja. Ich guckte so an, wie, wir sprechen nochmal alles ab. Termin für OP und so weiter, dies und das. Weißt du, was das ist? Das ist so für so einen Arzt, ne? Ist das tägliches Geschäft. Ja, ja. Der, ja das ist aber einfach. Für dich, du hörst das gerade, die absolute Katastrophe. Kann es ruhig sein, darf es aber nicht sein, weil, guck mal, wenn du ein Medizinstudium machst, dann legen die Wert, dass du im Abi-Durchschnitt 1 hast. Du sollst in jedem Fach eine 1 haben. Für mich unvorstellbar. Ich weiß nicht, warum ein Arzt in Geschichte eine 1 haben muss. Ist ja egal. Aber dann sollen die bitte darauf Wert legen, dass wie die Diagnose rüberbringen, wie die mit den Leuten reden, ja, gibt mit Sicherheit. Auch ein bisschen Feingefühl haben. Ich habe so viele Horrorstories gehört von Leuten, die dann beim Arzt waren und der Arzt gesagt hat, ja, Monat haben sie noch Zeit, ne? Ich mache jetzt Mittagspause. So, aber jetzt musst du bedenken, für so einen Arzt auch. Wenn er jedes Mal eine Empathie entwickelt für den Patienten, was ich jetzt scheiße finde, ist halt für den Arzt, Business as usual, jeden Tag mache ich sowas. Für dich die größte Katastrophe in deinem Leben. Das muss der im Kopf haben, der Arzt. Ich gebe dir völlig recht. Ein bisschen Feingefühl zu haben. Na, meine ich ja. Und das ist halt das, was fehlt. Und, gespielt von mir aus. Genau, ja. Ja, und weißt du, dann noch in Berlin. Weißt du, das wäre wahrscheinlich vielleicht in Gelsenkirchen anders gewesen. Nee. Wohl. Ja, mittlerweile nicht mehr. Mittlerweile glaube ich nicht mehr. Es ist mittlerweile überall nur noch so Kälte und böse. Also, ich komme auf die Menschen momentan Egoismus. Und ich finde, seit dieser ganze Corona-Müllpolitik, die wir jetzt gehabt haben, ist alles nochmal richtig schlimm geworden. Also, Da hast du mal wirklich gesehen, so dieser ganze Egoismus, diese Ellbogengesellschaft kam dann richtig raus. Richtig, genau. Ne? Ob einer geimpft oder nicht geimpft ist, muss jeder für sich entscheiden. Aber diese Spaltung, die haben dich ja gar nicht mehr gelassen. Ne? Die haben mich ja gezwungen. Richtig, du konntest ja deinen Job gar nicht ausüben, du konntest nicht reisen, du konntest gar nichts mehr machen. Genau, und das war das Schlimme an der ganzen Geschichte. Aber lass mal Corona mal aus dem Spiel, weil ich glaube, Corona ist immer so Politik und Politik bringt nur Streitereien. Was nur Bild steht. Genau. Ja. Wo waren wir gerade stehen geblieben? Diagnose, genau. Also der Arzt war extrem kalt gewesen und ich steige im Auto ein, muss erst mal alles sacken lassen. Mhm. Und dann, wie der Zufall so will, kam in dem Moment, ich habe damals so gerne Bushido gehört, da kam der Song von Bushido, ich weiß nicht mehr den Song, das war... Hat aber zu dem Thema sehr gut gepasst und auf einmal natürlich, ich war damals 23, habe erstmal geweint und ich habe ja gar keine Ahnung gehabt, dass Hodenkrebs und so weiter, dachte erstmal, scheiße, kein Boxen mehr. Ja, warte mal, vor allen Dingen. Ich muss das jetzt fragen. Ja. Hast du denn Schmerzen gehabt oder was? Krebs tut nicht weh. Nein, ich habe nur gespürt, da war was gewesen. Ich sage euch ganz ehrlich, hätte ich das heute sowas gehabt, hätte ich mir eine zweite Meinung geholt. Ja. Also. Ja, ja, klar, logisch. Aber gut, im Nachhinein ist man immer schlauer. Wie gesagt, 23, ne? Ja. Und gerade so, weg von zu Hause, ne? Das spielt auch noch eine Rolle. Kannst dich zur Familie, kannst dich zu keinem hingehen, kannst dich irgendwo ausheulen, weil du willst jetzt auch nicht, gehst nicht zu deinem Promoter und holst dich aus, oder was? Ja, gut, die wussten ja zwar Bescheid und so weiter, die unterstützen mich und tun und machen und so, das sind aber solche auch. Dazu könnte ich auch noch. Ja, vielleicht kommen wir noch dazu. Das Ding war halt gewesen, meine Familie wusste gar nichts davon. Mhm. Ich habe denen gesagt zu meiner Frau damals, dass ich einen Leistenbruch hatte und musste operiert werden. Ah, okay. Damit die sich keine Sorgen machen. Oder? Richtig, genau. Und dann habe ich denen gesagt... Hat deine Frau dir nicht irgendwas vom Kopf gehauen, als sie das erfahren hat? Nee, die hat geweint. Hat mir richtig. Ich komme dazu noch auf das Thema. Hab gesagt, ich habe Leistenbruch gehabt und so weiter und habe hinterher erzählt, ja, ein bisschen Komplikation, ich muss noch mal rein, aber ist alles okay, halt gelungen, weil ich, bei mir ist das Schlimmste, wenn du Mitleid hast. Das ist für mich das Allerschlimmste. Ich hasse Mitleid vom Tod aus.
ist für mich das eine der schlimmsten Sachen, die du machen kannst. Ich weiß, das liegt dann in den Menschen, Mitleid zu haben und ein bisschen da aber zu sein. Aber zieht dich selber runter. Richtig, und ich brauche das nicht. Und eine für mich eine schlimmste Erfahrung war gewesen, dass ich das meiner Familie gesagt habe. Ja, ja, ich sollte mit der ersten Chemo anfangen. Da sagte damals mein Co-Trainer Georg Bramowski mit der Ärztin, Francesco, die Chemo wird hart werden. Sagte sie über deine Familie, sag es deiner Familie, du wirst das brauchen. Und zu dem Zeitpunkt, nicht so heute auch noch, mein bester Freund Gianluca, der lebt in Berlin, Gianluca Campacci heißt er, liebe Grüße. Und er und seine Frau, das werde ich nie vergessen, zu dem Zeitpunkt hat er in einer Firma gearbeitet, da hat er sehr viel Nachtschicht gemacht. Also hauptsächlich nur Nachtschicht. Ja, der wusste über alles Bescheid. Ich habe heute Nachtschicht gehabt. Ich muss heute Abend wieder. Also Nachtschicht ist echt eine, und er macht das sein Leben lang, hat er sein Leben lang gemacht, bis zu dem Zeitpunkt. Und er wusste Bescheid. Ich habe meine OP gehabt. Meine Familie wusste von gar nichts. Und er hat, wer wird das in heutiger Zeit machen? Er hat mich bei sich schlafen lassen. Natürlich habe ich die OP gehabt und so weiter, aber wer würde mich mit seiner Frau anvertrauen, dass ich in einer Wohnung sein darf und er ist am Arbeiten. Das würde, glaube ich, in der heutigen Zeit keiner machen. Und er hat mir die, also natürlich seiner Frau natürlich vertraut. Natürlich, Frau ist natürlich. Ein wunderbarer Mensch, die Amira. Und aber er hat mir auch so viel Vertrauen gegeben und er war für mich da. Ich werde das nie vergessen. Er hat damals von der Arbeit direkt zu mir gekommen, hat mir Essen gebracht, mit seiner Frau gekommen, haben sie drei, vier, und der war todmüde, der Arme. Ja, ja, klar. Kam bei mir, hat sich um mich gekümmert. Deswegen, er wusste natürlich über alles Bescheid und ich liebe diesen Junge so von ganzem Herzen. Für mich ist er wie ein richtiger Bruder. Ja. Und ich sagte sowas wirklich gar nicht zu einem Bruder. Ich mag diese ganze... Diese ganze Brudi, ganze Brudi, Brudi Bruder hier, ja, ja, Bruder jeder da. Jeder ist auch der Brudi, ja, ja. Don't bro me if you don't know me. Ja, genau. Ja, ja, und dann aber kam der Punkt, wo ich das sagen musste. Sag ich zu den meine Schwiegereltern, zu meiner Eltern, meine Oma war zu dem Zeitpunkt da gewesen, dass ich bin auf dem Weg nach Gelsenkirchen, ich muss mit euch reden. Das ist immer gut, das ist immer schlecht. Da bist du noch die ganze Zeit unterwegs. Ja, also, musst du dann sowas das, an, ich habe mir gesagt, in dem Moment habe ich mir gar keine Gedanken gemacht. Ja, ja, ich habe gesagt, ich muss mit euch reden. Und was war natürlich der Gedanke? Die dachten, ich wollte mich von meiner Frau trennen. Ja. Die dachten alle, ich wollte mich von meiner Frau klar, trennen. Du warst die ganze Zeit in Berlin und so. Ja, 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 klar. Und dann komme ich nach Hause an. Und alle total fertig. Ja, guck mich an, was ist passiert, was ist das erzählen? Das, ja. Ich habe euch erzählt, also genauso wie ich jetzt zu denen gesagt habe. Ja, ich habe euch erzählt, dass ich Leistenbruch habe. Das war gelogen. Ich habe Hodenkrebs. In dem Moment, jetzt, pass auf, in dem Moment, ich gucke meine Mutter an. Ich sehe, ihre Pupillen gehen ganz weit auf. Ja. Hält die Hände vom Gesicht und sagt: Warum mein Sohn? Ja. Sie fängt an zu heulen, meine Frau fängt an zu heulen. Ja, klar. Ich habe natürlich dann auch geweint, weil das natürlich so emotional alles wurde. Voll. Meine Oma guckt an, die kann ja kein Deutsch. Was ist passiert? Mein Opa ist so ein richtig steinharter Typ so gewesen. Ja, ja, ja. Und der so am Rauchen, was ist denn los? Da hat er es gesagt. Und für mich war das einer der größten Fehler, die ich machen konnte. Dass ich das nicht zu sagen. Ich hätte einfach, ich hätte einfach meine Schirmung machen sollen. Alles ganz normal weiter. Aber das hätte man doch gemerkt. Ah, nein, ich glaube, das war kein Fehler. So für dich mental kann ich mir das vorstellen. Man will die Leute nicht belasten. Richtig. Aber ganz ehrlich, wenn die nicht wissen, was los ist und du aber dein Verhalten ganz anders änderst. Zu dem Zeitpunkt war ich ein sehr egoistischer Mensch. Als Sportler bist du allgemein. Wollte ich gerade sagen, als Sportler musst du das auch sein. Und da habe ich auch nur an mich gedacht, weil ich wollte dir nicht an mich gedacht in dem Sinne, aber ich wollte einfach keine Last haben, noch mehr Last und wollte meine Familie nicht verunsichern. Und man will die Dinge auch mit sich selber ausmachen. Ja, aber Sportler. Guck mal, gerade wenn du aus dem Kampfsport kommst, ist das auch guck so. Guck mal hier, der Schauspieler, der Black Panther gemacht hat, der hat das ja so durchgezogen. Der hat ja keinem davon was erzählt. Er wusste ja sogar auch, dass er sterbenskrank ist, dass er sterben wird. Und er hat es ja wirklich keinem erzählt. Und irgendwann auf einmal war er nicht mehr da. Ich finde, das ist sogar noch eine Nummer krasser. Wäre ich irgendwie Familienangehöriger und derjenige wird dann versterben, ich würde schon auch im Kopf die ganze Zeit die Sache verarbeiten, warum hat er mir das nicht gesagt? Aber ich glaube, der hat das in der Familie, wussten, dass er Familienkreis. Das weiß ich nicht. Also es werden sehr viele Leute, die sagen. Also ich denke schon, dass die Familie das weiß. Also der Familienkreis bin ich mir sicher, dass sie das wussten. Aber bestes Beispiel, du hättest jetzt nicht gesagt. Weißt du?
Und dann im Nachhinein. Aber ich wusste ja, dass ich wieder gesund werde. Gut. Gute Prognose halt. Genau, ne? Gute Prognose. Krebs ist früh genug erkannt. Ne? Genau. Das konntest du halt aber auch. Schon ein leichtes Ziehen im Hoden. Während wir hier. Das ist nur bei jungen Männern. Es ist nur die Psyche. Es ist gerade nur die Psyche, die der Streich spielt. Nee, also. Gleich mal testen. Nee, also. Ja, dann habe ich halt. Meine Familie Bescheid gesagt und hat mich das noch mehr belastet als vorher. Also die Last war eigentlich nur wegen meiner Familie. Davor ja, war ich okay. Immer so, scheiße, Mann, ich will eigentlich kämpfen. Ich ziehe einfach durch diese Art zwei Chemos, ziehe ich durch und dann bin ich wieder kampfbereit. Ja. Ja, ganz im Gegenteil. Als die zwei Chemos vorbei waren, der erste Tag, ich hatte damals so einen Puls von Polar, der Marke. Ja, also Pulsgurt, ja. Ich mache gerade Werbung für dich. Nein, also Polar, die Marke. Hey, Puls, der macht Werbung für euch, genau, ne? Wisst ihr Bescheid? Meldet euch, ne? Nein, also ich hatte diese Polaruhr gehabt, mit Uhr, also diesen Brustgurt, oder wie das genau, Brustgurt, ja. Dann, da habe ich damals 135, 140 Kilo gehabt, ich weiß gar nicht mehr. 140 Kilo, ungefähr, alter Vater. Ja. Und, wie viel hast du jetzt? Es wird so viel wissen. Nein, ich habe angefangen. Ich habe angefangen. Vor 5-6 Wochen hatte ich 152 Kilo gehabt. Nein. So ein Gesicht, so ein Bauch. Das habe ich innerhalb von jetzt momentan seit einer Woche bin ich ungefähr im gleichen Gewicht, aber ich habe fast 20 Kilo runter. Hast jetzt ein Plateau im Moment. Genau, ich habe auch vorgestern mit meinem Sohn bin ich schon 10 Kilometer gejoggt. Und, ja, obwohl, wenn du so schwer bist, ist Joggen nicht eine gute Wahl, allein wegen der Knochen. Also ja, ich weiß, wovon ich rede, weil ich habe komplette Arthrose in den Sprunggelenken, ne? Boah, richtig heftig. Ja, hat aber auch ein bisschen auch mit Veranlagung, glaube ich, Arthrose zu tun. Aber, ja, das aber, hat, wenn du versucht hast, hier 20 Jahre lang irgendwelchen Typen in den Kopf vom Körper zu treten. Ja, ne? Das ist der Nachteil beim Thai-Boxen, ne? Geht halt, ich muss sagen, Laufen, ich liebe Laufen, ich gehe total gerne, das ist entspannt. Ich bin auch sehr gerne laufen gegangen, kann ich jetzt nicht mehr. Gar nicht mehr. Aber was ich dir empfehlen kann, Eigenblutspritzen, das hilft. Ich habe selber Ellbogen. Ja, aber ich habe meinem Arzt mal damals gesagt, ne, der Orthopäde, und er kannte mich ja gut, ich war da ja oft zu Gast, ne, und er sagte dann so, ich sag so, ja, Arthrose, sagt er, ne, ja, scheiße, ich sag, ja, und jetzt? Sag ich so, was kann ich machen, Ernährung, ne, oder so, Behandlung, Physio, ne, sagt er, pass auf, sagt er, ich sag, du hast einen Motorschaden, sagt er, und du kommst hier mit Motorwäsche, dass das so funktioniert hat. Ne? Stammzellentherapie. Genau. Da muss man nach Panama, da kostet richtig Geld. Also, ja, aber machen sie das nicht in Deutschland? Ja, aber kannst du nicht das ist so ein Ding, ne? Das Ding wurde in Deutschland erfunden, ja. Diese Stammzellentherapie. Aber, du musst es im Ausland machen lassen, weil es da billiger ist. Ja. Ist richtig krank. Also ich habe mir Hyaluron spritzen lassen. Hyaluron war ein Game Changer. Also ich mache zum Beispiel, wenn ich das mache, dann Eigenblut. Mhm. Ziehen da Blut raus, dann extrahieren. Genau, richtig. Ja. Und dieses weiße Zeug, dieses weiße Blutkörperchen genau. Ziehen sie raus und spritzen da rein. 3-4 Anwendungen. Und ich habe das letzte Mal gemacht vor. Musst du selber zahlen, ja, ne? Ja, das ist aber dementsprechend vom Preis, Leistung ist ja ganz okay. Das heißt, glaube ich, 120 Euro. In Mühlheim haben die da. Pro Sitzung? Pro Sitzung, genau. Naja, okay. Aber es lohnt sich, weil du hast dann, ich habe es seit letztem Mal gemacht. Das war vor Corona, glaube gegen, ich. Gegen Entzündungen und dergleichen wahrscheinlich, oder? Also das, wenn du Arthrose hast, Arthrose, okay. Dann ist das wie so eine Schutzschicht, die du hast. Das okay. Hält zwar, man sagt immer so, 1-2 Jahre hält es, aber bei mir bis jetzt, Gott sei Dank, habe ich kein bisschen Wehwehchen. Ja, aber Sportler, ne, die tut immer irgendwas weh. Genau, das ist ja normal. Genau, richtig. Und also ich muss sagen, es hält, also ich kann es nur empfehlen. Also, ja, das ist ein guter Tipp, werde ich mal aufgreifen auf jeden genau, Fall. Genau, in Mühlheim haben die sehr guten... Da quatschen wir gleich mal wegen der Adresse. Genau, machen wir. Wo war gerade stehen geblieben? Mit der Polaruhr. Genau, also dann bin ich losgejoggt, dass der Trainer kommt, lauf 10 Kilometer, entspannt. Keine Strecke, 6 Kilometer, Entschuldigung, das war die kleine Strecke. Wir waren ja damals am Trainingsgelände mit Hertha BSC zusammen. Ja, das war ein Gelände. Das war dann Sauerland noch, ne? Richtig, genau. Mhm. Und dann sind wir gerade losgelaufen, ich jogg 100 Meter, so ich guck, Puls auf 176. Das war das erste Mal, wo ich mich psychisch angeknackt war. Ja, ja. Ich gehe zurück, ich hatte Trainerohren gehabt. Trainer sieht, dass ich voll, also mein Co-Trainer, mein Trainer Uli Wegner war damals in den USA mit Arthur gewesen, beim Super Six Turnier. Ja. In der Vorbereitung gewesen. Ja. Und der hat halt damals, der Co-Trainer, dann die ganze Arbeit übernommen für uns, für die anderen Sportler. Guckt mich an, sieht, dass ich total kurz vorm Heulen war. Mhm. Und sagt, komm, geh auf den Laufband, fahr mit Gena. Und ich sage euch, es sind 9 Monate von Mai war das, glaube ich, März war das, genau. Von März bis zu meinem Kampf, das war eine richtig harte Prozedur.
den ganzen Werdegang. Ich musste wirklich ganz langsam anfangen. Fängst du wieder komplett von unten an? Von null wieder an. Sogar bei Minus. Minus, ne? Ja, richtig, ja. Weil ich musste auch aufpassen, ich durfte keinen Schlag bekommen, ja. Weil sonst kriege ich innere Blutung durch die Schäme und so weiter. Genau. Also es war schon extrem heftig gewesen. Dann musste ich dann laufen. Die wollten damals hatte ich schon im November Boxe wieder. Da musste ich einen Leistungstest machen auf dem Laufband. Und die Werte waren ganz gut gewesen. War schon fast schon wie vorher gewesen. Und gucken die auf einmal, die Blutwerte waren schlecht. Mehr weiße Blutkörper. Ja, ja, klar. Du brauchst natürlich heißt, mehr. Ja, ja. Genau, und sagst du, nee, du darfst auf keinen Fall boxen. Für mich wieder ein Rückschlag. Ja, und dann kam natürlich auch der nächste Punkt dazu. Gleichzeitig, du hast ein Jahr kein Geld verdient. Ja, ja, klar. Natürlich dann... aber du kriegst jetzt, wenn du, nur mal so für mich als Verständnis, wenn du bei der Box-Promotion angestellt bist quasi... Nee, du bist selbstständig. Bist selbstständig? Also das heißt, du kriegst nicht monatlich irgendwie einen Minimalbetrag, das, oder? Du kannst das so machen. Also bei Sauland war das damals so gewesen, du hast ein Monatsgehalt, also die haben das monatlich gezahlt. Mhm. Aber von deiner Börse. Von deiner Börse. Richtig, genau. Ja, das ist auch wieder richtig ranzig. Ja, ja, klar. Und Ende des Jahres hast du das ganze Geld, konntest du dann das ganze Geld auf einmal nehmen. Mhm. Also das dann übrig geblieben ist. Also natürlich quasi haben die das ganze Jahr mit deinem Geld gearbeitet. Ne? Ja, ist halt. Was sie damit gemacht haben, ich weiß es nicht, aber ja. Auf alle Fälle haben die dann das Geld monatlich gezahlt. Zu dem Zeitpunkt und du verdienst ein Jahr lang kein Geld, kommt kein Geld mehr rein. Mhm. Geld wird weniger. Damals habe ich noch Wohnung in Berlin, Gelsenkirchen, ja, dickes klar. Auto. Familie? Du hast natürlich deine Ausgaben gehabt und das war nicht gerade wenig. Dann nur eine Versicherung für mich und meinen Sohn privat, muss immer das Beste vom Besten sein. Ja, ja, klar. Heutzutage ist das kompletter Bullshit, das braucht man alles gar nicht mehr. Und ja, aber wie du sagst, du warst 23 oder 23, was? Ne? 24. 23, 24, ganz ehrlich, ohne Scheiß. Wenn du dann Profisportler bist, da bleib auch mal auf dem Teppich, das ist gar nicht so einfach. Richtig, richtig. Wenn alle kommen, genau. Hauen dir auf die Schulter, ey, super, 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 super. Und das ist auch wieder der nächste Punkt. Das ist ja genau das, diese Masche, was sie ja machen. Die wollen, dass du Schulden hast, damit du abhängig von denen bist. Ja, ja, klar. Ist ja wie bei dem Bankensystem. Eine kleine Mafia. Also, ey, wie bei der Mafia. Kleine Mafia. Bankensystem. Ja, 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 ja. Gleiches Spielchen. Ich sag ja Mafia. Ja, und ja. Aber ja, und dann auf einmal hast du am Ende des Tages über die ganze Zeit hinaus auf einmal über 100.000 Euro Schulden. Bam. Überleg mal, von Plus auf Schulden 100.000. Das ist krass, ey. Hat mir besonders, wenn man nie Schulden hatte vorher, weißt du? Richtig, genau. Und ich habe immer meine Steuern gezahlt. Ich habe für mich war immer wichtig, erst die Rechnung zahlen und dann alles andere. Ja. Aber Gott sei Dank, es ging immer, Gott sei Dank. Natürlich gab es auch schwere Phasen in meinem Leben. Ja. Und da, wo ich diese ganz schwere Phase hatte, habe ich einen sehr, sehr guten Freund, der lebt auch hier in der Gegend. Mhm. Ich glaube, der wohnt auch hier, klar. Und ich bin damals zu ihm, er ist auch einer der Menschen, wir haben zwar in heutiger Zeit keinen Kontakt, aber wenn irgendwas sein sollte, er weiß, er kann sich auf mich zu 110% verlassen. Also diesen Mann werde ich niemals in den Stich lassen. Hat damals schon und ich hatte kein, und das war die Phase auch gewesen, wo ich mit Sauerland im Streit war, mhm. Weil die wollten mir verlängern. Und ich wollte den Vertrag nicht unterschreiben, weil ich natürlich ja mir einen Anwalt geholt habe, mhm. Damals den Herrn Ziegler. Übrigens, jeder Sportler, der Vertragsrecht macht und so weiter, kann ich nur empfehlen. Der ist zwar mega teuer gewesen, mhm. Aber es hat sich jeden Cent hat sich gelohnt. Weil der Mann weiß, wovon er spricht. Richtig, weil wenn er nicht gewesen wäre, wenn ich nicht zu ihm gegangen wäre, hätte ich heute nicht darüber reden können, dass ich zweimal um die WM geboxt habe. Mhm. Okay. An diesem Mann bin ich... habe ich den Vornamen, Björn Ziegler ist er, glaube ich. Herr Ziegler habe ich immer zu ihm gehört. jetzt habe ich den Faden verloren. Wo ist stehen geblieben? Ja, eben wie Vertragsrecht. Genau, Vertragsrecht und dann habe ich den Vertrag, war ich soweit schon? Ja. Also die wollten den Vertrag mit dir verlängern? Genau, richtig. Genau, das war, und genau, du wolltest nicht? Genau, ich wollte natürlich nicht machen, weil ich natürlich Klauseln drin standen, die hätten mich ruiniert. Natürlich im ersten Moment, wenn man so die ersten Zeilen sieht, auch mit dem Preis, hat sich natürlich alles lukrativ angehört. Das Minus, was ich bei denen hatte, hätten die mir weggenommen, obwohl das kein Minus, das war mein Geld. Naja. Hätten die mir weggenommen, hätten die mir ausgeglichen, ja. Und hätten natürlich ein schönes Geld verdient. Aber wenn man zwischen den Zeilen liest oder wenn man in den Kleingedruckten liest, ja. Da hätten die mich richtig auseinandergenommen. Also läuft das nach dem Motto ab, lesen Sie nicht der Kleingedruckte, das ist nicht gut für die Augen. Richtig, ne? genau. Ja, richtig. Genau so. Dann dürfen Sie sich wirklich nicht wundern, dass wir jetzt hier so stehen, wie wir stehen.
im Boxen. Ja, aber weißt du, das ist ja die typische Annahme. Da kommt ein Sportler, der will seinen Sport machen, der will erfolgreich sein. Das ist dein Fokus. Das willst du unbedingt nach vorne. Und das ist dann einfach, dich zu bescheißen. Ich habe zu meinen Sportlern, ich habe mir im Allgemeinen immer gesagt, wenn ich irgendwas auch mit Promotion machen sollte, lieber verdiene ich ein kleines Geld, aber ich kann meine Sportler in die Augen schauen und nicht, dass ich sie verarsche. Ja, vor allem kannst du wenn ich überlege, es gibt, jetzt muss ich ein bisschen abschweifen vom Thema, aber obwohl das hat auch damit zu tun, aber wenn ich zum Beispiel überlege, es gibt Promoter, kleine Promoter, die viele Boxer aus dem Ausland haben, holen hier nach Deutschland hin oder England. Beispiel, Chris. Ja. Chris. Beispiel Chris, ich bin jetzt Promoter, du bist der Boxer, du bist der Heimboxer. Also du bist der andere Promoter. Ich hole dich her, sag zu dir, ey, pass auf Chris, ich rede jetzt mit dir, sag zu dir, was gibst du für einen Sportler? Damals eine Summe, nur dumm jetzt gesagt, 10.000 Euro. Das ist okay. Chris, ich habe Angebot bekommen, die bieten dir 1.200. Was sagt Chris? Ja, du hast doch wohl einen Schaden, für 1.200 Boxen nicht gegen den Typen. Und sagst du, ich kläre das. Ich kläre, genau, richtig. Ich warte dann 3-4 Tage. Und dann wird der Sport natürlich ungeduldig. Ist ja ganz klar, weil er will wissen, was die Sache ist. Ne? Weil er Geld mit der planen kann. Ja. Das ist ja okay, ich habe mit denen gesprochen. Die geben mir 3 Mille. Du überlegst. Nein, für 3,5. Du verhandelst nur mal auf 3,5. Ja. Ja, ja. Ich denke, boah, der Chris ist der kein richtiger Geschäftsmann. Der weiß genau, was er tut. Ja. Oder sagen wir 4 Mille. Komm, machen wir eine gerade Summe. 4 Mille. Die 6 Mille steckt er sich ein, den Vertrag machen wir beide. Ja, ja. Er steckt die 6 Mille ein und von den 4 Mille musst du mir nochmal Prozent abrücken. 30% oder was, glaube ich, ja? Je nachdem, ja, 20, ja. 10, 5, ja. 30, je nachdem, ja, ja, ja. Wie du das aushandelst. Hm. Und das ist nicht fair. Das ist einfach nicht fair, sowas. Ja. Das wird überall gemacht. Oder die geben dir einfach schon den Vertrag, unterschreibt man schon hier, ja. Ohne dass du nachgucken kannst. Ja, 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 ja. Diese Masche gibt es auch. Das ist ein Fußball bei den Fußball, bei den Beratern. Ja, ja, das, diese Masche kenne ich zugute. Voll scheiße. Aber das ist, was du sagtest, ne? Ist ja nicht nur, wenn du selber einen Stall hättest, ne? Du musst nicht nur den Sportler in die Augen gucken, du musst auch morgens in den Spiegel gucken. Richtig. Ne? Und das ist das Problem in der heutigen Zeit. Das geht nicht. Und deswegen sollte ich irgendwann mal ein Promotion machen, werde ich zu meinem Sportler fair sein. Ich kriege einen Vertrag, du gibst mir einen Vertrag. Hier, Chris, das ist der Vertrag. Guck, was du machen musst. Ich sage dir aber eins, da rede ich aber dann offen, davon muss das, das, das und das bezahlt werden. Aber ich will in den Augen schauen. Und ja, nicht diese abgezockte ja. so und so und dies und das. Ja, ja, ja. Und dann spare ich da noch ein bisschen Geld, da spare ich Geld. Ja, das ist nicht fair. Weil im Endeffekt, das ist Geld, das der Sportler für sein Leben braucht. Und der geht im Ring rein. Ich kann auch die Promoterseite verstehen. Aber wenn es meine eigene Veranstaltung ist, ich veranstalte das, dann kann man nur mal ein bisschen, ich weiß, davon kriege ich ein bisschen Geld, ich muss den Arsch aufreißen, das weiß ich. Aber warum soll ich meinen Sportler das Geld wegnehmen? Ja, das macht keinen Sinn. Wie gesagt, das ist auch nicht nachhaltig. Du wirst irgendwann einen schlechten Ruf bekommen und da kommt auch keiner mehr zu dir. Richtig. Ja. Und deswegen sind wir jetzt heute, ist das Profiboxen heute da, wo es ist. Ja, das ist auch einer der Gründe. Natürlich, natürlich. Und braucht der Profiboxen eigentlich mehr so Leute mit der Einstellung, die du hast? Ja, ist so. Wenn du mit zurechtkommst, auch weniger Geld zu verdienen und fair bleiben willst und als Mensch hier denkst, dann ja. Aber das muss so sein. Das Problem ist, das Geld regiert dich und das durch das Geld manipulierst du. Du bist auch manipuliert. Ja. Also der Teufel ist mittendrin. Das, weißt du, das ist ein Geben und Nehmen. Das muss zusammenpassen. Wenn es nicht passt, kannst du das vergessen. Wir kommen zum Ende. Empfehlung. Ja. Wir haben immer so eine Rubrik über Empfehlung. Muss nicht unbedingt Kampfsport oder Boxen bezogen sein, kann eine Serie sein, kann ein Film sein, Buch, kann Geschäft sein, irgendein Essen, was du letztens gegessen hast. Hast du irgendwelche Empfehlungen? Empfehlungen habe ich. Gerade vielleicht so für Leute, die jetzt vielleicht mit Boxen anfangen oder so. Oder Geduld. Geduld, viel Geduld haben. Viel Geduld haben und die Ruhe bewahren. Das also, Boxen lernt man nicht von heute auf morgen. Nee. Und ich empfehle jetzt mal hier Oldschool Boxing Pianeta. Nein, nicht nur, weil er heute da ist, weil wenn man die YouTube-Videos beziehungsweise die Instagram-Videos sieht, da sieht man halt, der Mann weiß, was er da macht. Ja. Also das ist schon richtig gut, großes Kino. Und wenn er die ganze Kirche wäre, nicht in Lippstadt. Ne? Ich versuche auf jeden Fall mal vorbeizukommen, versprochen. Er wollte ja unbedingt auch mal beim Training mitmachen. Ne? Ja, unbedingt. Ja, sehr unbedingt. Gerne. Sehr gerne. Ich würde folgendes. Seid ihr herzlich willkommen. Also er hat sich eingeladen. Ja, können wir gerne machen. Ich würde auch gerne Folgendes mal vorschlagen. Wenn dein Sohn mal Bock hat,
machen wir nochmal eine zweite Folge zusammen mit deinem Sohn. Weil, so wie ich mitbekommen habe, ist er ein aufstrebender Boxer, ne? Ja. Ne? Würde mich auch mal interessieren, so wie gerade so. Er muss noch viel lernen, aber... Guck mal, er wieder sofort... jetzt ich muss dazu sagen, aber wenn ich jetzt so vergleichen würde, meine Zeit, und also jetzt, als ich in sein Alter war, also jetzt einen direkten Vergleich, boxerisch, um mein, nicht weil das mein Sohn, nicht falsch verstehen, aber um meinen überlegen. Ja, jetzt muss man überlegen. Der hat ja, was hat aber, für einen Trainer auch. Aber die Härte natürlich war, weil früher war mehr auf Härte gewesen. Genau. Bevor ich jetzt du hast mit Kickboxen auch angefangen, ne? Ich habe Amateurboxen und Kickboxen gemacht. Ich habe damals 10 Kickboxen gemacht. Ja. Davon 9 gewonnen. Beim letzten haben die sogar verarscht. Ja. Und, aber es war trotzdem cool gewesen. Hat Spaß gemacht. Nee, Kickboxen habe ich nie gemacht. Nee, K1, Entschuldigung, nicht K1. K1, ja, ist K1, ja. Da müsste eigentlich auch mal wieder so einen kleinen Hype bekommen, Kickboxen. Masters Gym? Beim Masters, genau. Bei Klaus Waschkewitz, genau. Ja, der war damals, die waren damals ganz weit vorne. Der hat ja Shakuta und wen er da alles hatte. Shakuta, Vasili Schisch, davor hat er den Leko gehabt. Genau. Ganz viele. Stefan Leko war ein unangenehmer Mensch. Ich kam nicht mit dem. Also wir haben den ein paar Mal getroffen auf Veranstaltungen, wo wir auch gekämpft haben. Ich fand ihn sehr unangenehm. Aber ist Geschmackssache. Ja, ich kann jetzt nichts Schlechtes über ihn sagen. Manche Menschen kommt man klar, manche nicht. Ja, ist halt, glaube ich, auch die Chemie, wenn die nicht passt. Genau. Gewisse Züge. Also ich kenne ihn nicht wirklich, ich habe nur von dem, wie gesagt, von dem Verhalten zu anderen Leuten da gesehen, das war nicht meins. Ich denke so, also bei mir ist, egal wie erfolgreich ich bin, wie viele Millionen ich auf mein Konto hätte, das habe ich natürlich nicht, aber wenn ich es hätte, egal wie erfolgreich, wie viel Geld oder was ich haben will, das ist alles. Am Ende des Tages, du nimmst nichts mit. Ja. Du nimmst nur deine Taten mit. Und, genau. Ganz genau. Ich glaube an den Herrn und. Das Ding ist, die meisten Leute verwechseln immer so erfolgreich mit dickes Auto und viel, viel Geld. Ja, erfolgreich ist, stimmt. Das habe ich letztens auch schon mal gesagt, erfolgreich ist für mich, wenn du eine Familie hast und wenn du einen Beruf hast und wenn du nicht stehlen brauchst und wenn du deine Rechnung bezahlen kannst, dann hast du ein erfolgreiches Leben. Das Schlimme ist. Das ist eine Art Poet. Ja. Aber ich muss sagen, das stimmt. Voll und ganz, was du sagst, weil ich kann mir zu meiner Zeit erinnern, ich war im Fernsehen, ich musste als Sportler dickes Auto fahren, ich musste einen dicken Batzen Geld in meine Tasche. Das ist aber auch, weil du dann, ja, auch von dem Alter. In der heutigen Zeit, mit 20 habe ich auch anders gedacht. Juckt mich überhaupt gar nicht. Ich 5 Euro habe, ich 5 Euro. Ich muss kein Batzen Geld haben, ich habe kein Geld, aber ich muss kein Batzen Geld rumlaufen und zeigen, ich habe das und das. Ja. Das Wichtigste ist für mich, das Allerwichtigste ist meine Familie. Davor sogar noch ist der Glaube zu meinem Herrn, das allererste ist der Glaube zu meinem Herrn, meine Familie, alles andere kommt nicht. Ist aber das Alter. Pass auf, eine Frage, ganz kurz auch beantworten. Wenn du nochmal deine Karriere so starten würdest, ne, würdest du was anders machen? Die ganzen Ratten hätte ich aus meinem Leben sofort verbannt. Das ist es, sofort. Ja. Ich sage euch, von den Leuten, und das habe ich damals meiner Frau noch vor kurzem noch gesagt, die ganzen Schulterklopfer, die wir hier gemacht haben, die haben mich Zeit für Zeit immer mehr gelinkt. Gelinkt und mich betrogen, und mich nicht mit finanziell betrogen, aber menschlich betrogen. Ich habe damals auch meinen Fußballverein gehabt, Grünberg Tesla. Mit Tesla 06 zusammen waren wir Konkurrenz. Und ich will jetzt nicht direkt aufs Detail gehen, aber die Leute, die damals an meiner Seite waren, besonders zu der Zeit mit dem Chagaev-Kampf, die habe ich alle ausradiert aus meinem Leben. Alle, das waren einige Leute. Ja. Zu dem Zeitpunkt waren sie das egal gewesen. Ich habe zu meiner Frau gesagt, Conchetta, die werden alle angekrochen kommen. Und das Schöne ist, vor kurzem erfahre ich sogar noch, der eine hat geheult, geweint, ja, ich würde mit deinem Bruder, also mit mir widersprechen. Ja. Der eine schrieb mir und wollte sie mir treffen und ignorieren, einfach weglassen. Weil diese Menschen nur das ausgenutzt haben, was für deren Zeitpunkt das Wichtigste war. So. Das war der, und ich habe es selber damals gemerkt. Die haben nur als Beispiel, wir waren eine Clique gewesen, der Chris hat Geburtstag gehabt, als Beispiel, und haben wir alle geplant. Ich habe Geburtstag, aber mich hat es gar nicht interessiert. Also, nur, verstehst du, so? Ja, da habe ich sofort gemacht, okay, da ist doch irgendwas vor. Also, komm, ich war damals so gutmütig. Das hast du überall. So, das ist das Schlimme. Als Fazit ist einfach so, wie Angelo Dandy mal sagte, so mit dem Zitat zu enden, ne? Ja. Es ist nicht wichtig, wer nach dem Sieg bei dir in der Kabine ist, ne? Sondern es ist wichtig, wer bei dir nach der Niederlage da ist. Richtig. Sehr gute Abschlussworte. Ich bedanke mich, dass du dir die Zeit genommen hast, nochmal hier nach Gelsenkirchen zu kommen. Danke auch, André, mit dem meisten Redeanteil von heute.
Nee, also sehr, sehr, vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Es hat mega Spaß gemacht und vielleicht noch mal das zweite ja, Mal gerne, mit meinem gerne. Sohn. Immer sehr gerne, immer sehr gerne. Wir hören und sehen uns nächsten Sonntag wieder. Bleibt gesund, bleibt sicher. Wir sehen uns. Ciao. Ciao.